Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Stream an diesem Mittwochabend, liebe Leute. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Dienstag, einen schönen Mittwoch. Ihr wisst Bescheid. Ich hoffe, ihr hattet grundsätzlich eine ganz schöne Woche. Heute starten wir rein ins Need for Speed Most Wanted Finale. Deswegen gibt's heute auch nicht viel Just Chatting und viel Warworte, weil wir heute wirklich viel zu tun haben, weil ich mich wieder vollkommen übernehmen werde. Das sind so zwei Blacklist-Gegner, also eigentlich drei. Wie lange kann man dafür schon brauchen? Werdet heute in diesem Stream sehen, wie lange man dafür brauchen kann. Es wird heute wirklich ein elendig langer Stream, glaube ich. Kalaba, danke schön erstmal für die 4 Gift-Subs und Dreams. Haut auch nochmal 10 raus. Danke euch vielen, danke euch beiden. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Hab heute fein ein CO5-Pulli zum Valentinstag von Madame bekommen. Da hat eine, deine Freundin, Verlobte, was auch immer, ich weiß ja nicht, welchen Stand ihr habt, hast du auf jeden Fall ein Gutes. Ne? Wie sagt man so schön, schießt der Keeper, ne? Weißt Bescheid. Also, wer sowas zum Valentinstag verschenkt, hat wirklich einen verdammt guten Geschmack. Muss ich so sagen, weil ich sitze immer in den Klamotten selber hier. Also dementsprechend, nein, es ist wirklich sehr, also, ne, deswegen, euch beiden alles Gute zum Valentinstag gewissermaßen. Dreams haut nochmal 7 gibt's da draus. Vielen Dank, Dankeschön. Und Hacks den Fleisch im 52. Monat. Holy shit, vielen Dank, Dankeschön. Noch Freundin. Ah, okay. Ne? Falls du das hier lesen solltest, hat sie den Teaser hier schon mitbekommen, weil der noch steht. Kann sich ja schon drauf einstellen. Ist auch schön. Frownstone, willkommen im dritten Monat. Dankeschön für dein Resub. Vielen, vielen Dank. Moin, moin. Erstmal Hallöchen, Hallöchen, Hallo. Ich freue mich schon auf das Finale. Ich freue mich heute auch aufs Finale, bin ich ehrlich. Ich habe auch Bock. Ich habe sehr Bock, muss ich sagen. Ja, wie gesagt, jetzt, was ich nochmal natürlich ganz klar sagen muss, weil ich jetzt gerade das mit CO5 lese, nochmal vielen Dank. Also, das sage ich jetzt gerade hier im Stream, aber ich kann es auch hier im Stream machen, weil wir sind jetzt Tag 8, 9. Welcher Tag sind wir jetzt nach Release? Letzte Woche Montag war Release. Ist dann. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, das sind 7 Tage. Tag 8 sind wir dann. Ja, Tag 8. Ja, Tag 9. 7, 8, 9. Nee. Tag 10. Sind wir Tag 9 oder 10? Ich weiß es nicht mehr. Egal. Auf jeden Fall haben wir ein paar Tage im Land gegangen seit dem Release und es ist bisher kein Tag, und das muss ich halt wirklich sagen. Holy shit, wir haben jetzt keinen Tag seit Release gehabt, wo nichts verkauft worden ist. Also jeden Tag hatten wir irgendwelche Bestellungen oder irgendwas, was super krass ist, super unerwartet ist. Freut uns natürlich auf jeden Fall mega. Ja, wie gesagt, bald kommt ja der zweite Drop und ich kann so viel sagen, weil da viele Leute nachgefragt haben. Ich teaser jetzt hier mal im Stream. Im Stream kriegt ihr immer so ein bisschen Zusatzinfos. Lohnt sich also hier reinzuschalten, weil ihr Sachen seht, die andere Leute dann nicht sehen. Oder erst später, weil sie den Stream ja nachträglich sehen. Ihr seht man gerade nicht. Noah haut nämlich gerade ein Gift raus. Vielen Dank dafür. Diese Folie haben sich viele Leute wieder zurückgewünscht. Und mein Bruder hat mir auch wieder da in den Arsch getreten. Also, ihr seht, ne? Also, Couscous. Die haben wir wieder da. Und wir kümmern uns gerade noch um Sachen im Hintergrund. Dementsprechend, Ich würde mir den gerne als Geburtstagsgeschenk haben. Ja, da musst du dann leider eine Person aus deinem Freundeskreis oder Freundesfamilienkreis, was auch immer, fragen. Wir können leider nicht jedem, der Geburtstag hat, verschenken. Das funktioniert finanziell leider noch nicht so ganz, muss man leider sagen. Lento, willkommen, 37 Monat, danke für den Resub. Vielen, vielen Dank. Aber hier mal gerade mal eine schöne Leinwand, die habe ich schon meinem Vater bekommen. Wenn es so weitergeht, über die nächsten Geburtstagsjahre schaffst du meinem Vater noch meine komplette Studio-Deko hier, sagen wir mal, gewissermaßen einzurichten, weil dieses LPN5-Schild da oben, was von dieser wunderbaren Rubik's-Lock verdeckt worden ist, das ist auch von meinem, hat mir auch mein Vater geschickt, und das ist, ich kann es mal gerade herholen, warte mal. Das Ding hat mir nämlich mein Vater zum Geburtstag geschenkt, ist so eine schöne, ich denke mal bedruckt geleimt, weil das wird jetzt nicht handgemalt sein, aber ich finde es trotzdem sehr cool. In meinem alten Setup wird sich ja jetzt dieses Jahr ein bisschen was ändern, aber ja, schon cool. Ich finde es schon ziemlich nice. Also ja, deswegen, hat noch keinen richtigen Platz, deswegen steht es gerade auf der Need for Speed Hot Pursuit Box, gewissermaßen. Ich will mal gucken, wo das hinkommt, weil ich hatte jetzt überlegt, da übers Regal, aber ihr seht, das macht natürlich bildtechnisch gar keinen Sinn, weil ihr dann nur die Hälfte dieses Bildes seht und das sieht irgendwie dann wack aus. Da müssen wir nochmal schauen, wie wir das hinkriegen. In der gewissermaßen Need for Speed und Camblock Gedächtnisecke. liebevoll ausgedrückt. Ich liebe die Dreams Kollektion, habe mir ein Hoodie bestellt, bin mega happy, absolut geil. Vielen Dank, Noah. Also, wie gesagt, vielen Dank für das positive Feedback. Wir hätten auch mit Kritik umgehen können, muss man fairerweise sagen, aber es gibt fast kaum eine. Das ist wirklich sehr, sehr geil, muss man sagen. Sind wir sehr, sehr happy drüber, dass es doch so positiv ankommt. Und ich sag mal so, wie gesagt, die nächsten Sachen, wir sind schon am Vorarbeiten. Also, wir sind fröhlich am, ich sag mal, rein investieren. Also, was wir ja gesagt haben, Geld wird genommen, Geld wird wieder ausgegeben. Dies, das. Und dann mal schauen, wo das alles hingeht. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Wird cool.
Wird auf jeden Fall cool. So, ich würde sagen, wie gesagt, ich wollte ja nicht groß vorquatschen. Wir sind jetzt schon wieder, wir quatschen seit 5 Minuten. Lächerlich. Dieses Geschwätz wieder. Wir gehen direkt in Most Wanted rein, weil, wie gesagt, wir haben heute noch Ronny vor uns, wir haben noch Bull und Razor vor uns. Und ja, normal haben wir in 2-Stunden-Stream haben wir so 2 Blacklist-Gegner geschafft. Jetzt kümmere ich mich um 3 und das sind die letzten 3 vor allem. Die brauchen natürlich viel weniger Zeit, wie wir ja wissen. Ah ja, wird super. Ja, das ist Mia und die spielt die eine in Most Wanted. Sie spielt Mia in Most Wanted. Sie heißt nicht Mia. Sorry, mein Fehler. Jetzt habe ich rausgetappt. Wie geil findet Most Wanted das? Ich würde gerne nur die Alerts gerade skippen. Das war's. Hab mir nicht den Stream geborgen. Nee, funktioniert anscheinend alles noch. Okay, super. Ich habe vorhin meinen Schwieger in den Arsch gerettet. Der hat die Blumen vergessen. Was? Den Arsch gerettet? Ach so. Wegen Valentinstag. Ja, okay. Ich habe gerade ein bisschen gebraucht, bis ich das gerafft habe. Da war ich kurz, einen Hänger. Ich so, was ist mit den Blumen passiert, dass dein Schwiegervater gerade Probleme bekommen hätte? Was ist mit den Blumen passiert? Sag mir, wo sind die Blumen das Problem? Ich vermute, es ist nicht selbst gemalt. Wie gesagt, ich vermute, die werden so gedruckt mit auf dieser Leinwand. Es ist nicht gemalt, aber du kannst sie halt so erstellen lassen. Ich finde trotzdem, wie gesagt, die Idee halt super schön. Was sind so dein Lieblings-Hody-Ice-Tea? Lieblings-Hody-Ice-Tea ist auf jeden Fall immer noch Himbeer-Vanille. Dessen Namen ich nicht, ich kann euch die Namen immer nicht sagen. Himbeer-Vanille ist geil und White Bull, dieses Wutter, nee, ich wurde auf Whiteberry Wolf, diese Community-Sorte, die es gibt, die trinke ich immer noch als Energy. Aber Lieblingssorte immer noch Himbeer-Vanille bei Ice-Tea. Aber auch Peach geht klar. Peach geht auch sehr klar, muss ich sagen. Man muss sagen, selbst in einer Beziehung oder wenn man verlobt ist, geht einem Valentinstag ein bisschen am Arsch vorbei. Weil erstmal ist es ein kommerzieller Tag, man braucht nicht einen Tag im Jahr, bla bla bla. Dieser typische Satz, den jetzt jeder gerade postet, der Single ist und sagt, ich brauche nicht jeden Tag im Jahr, wo ich es zeige. Es ist immer Bums für den, deswegen soll jeder aussuchen, wenn er Lust darauf hat. Aber wir haben ja auch noch gerade Aschermittwoch, also Tag nach Karneval und ich habe keinen Bock in die Innenstadt und bla. Und deswegen, wir verschieben das einfach gewissermaßen. So. Ich finde die Schriftart nicht so geil, die Freunde. Ja, gut, das ist Geschmackssache mit dem neuen Logo. Wie gesagt, ich kann auch so viel sagen, es wird auch wieder Sachen mit dem alten Logo geben. Also das neue Logo, warum sage ich das hier? Das ist ja gerade hier, ist sogar hier. Seht, das ist nicht für alle Kollektionen und alles geplant. Es wird erstmal das Main-Gesicht der Marke sein, aber wir haben auf Dauer natürlich auch geplant, dass alte wieder reinkommen. Und deswegen. Aber ja, wie gesagt, vielen Dank für Support, was Holy angeht, Zero Five angeht. Das ist wirklich insane. Weil ich, das muss ich mal ganz kurz nochmal kurz nebenher reinwerfen. Ich erinnere mich noch vor 1-2 Jahren, wo ich mit Holy angefangen habe. 2 Jahre her, ich weiß gar nicht mehr. Und grundsätzlich so Werbungsthema wurde super kritisch aufgefasst. Also egal, was ich Werbung gemacht habe, es ging immer, wurde sehr negativ aufgefasst. Und das hat sich in den letzten 1-2 Jahren super stark gewandelt, dass ihr ja gewissermaßen die Sachen auch annimmt und sagt, okay, ja, man muss auch irgendwie mit das seinen Lebensunterhalt verdienen. Luft und Liebe funktioniert leider nicht. Ich hab's versucht, klappt nicht. Und das aber dann irgendwie supportet und merkt, dass ich euch, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, keine Scheiße andrehen will. Deswegen, Holy ist geil, weil ich trinke selber. Also ich trinke das ja wirklich regelmäßig, auch außerhalb des Streams und nicht nur im Stream, weil ich dafür Werbung machen will. Und mit den Klamotten halt auch, dass wir uns Mühe und Arbeit geben. Also wie gesagt, wenn ich Werbung für irgendwas mache und dafür Geld bekomme, mache ich das aber auch nur, wenn ich dahinter stehe an den Produkten und davon überzeugt bin, dass wenn ich dafür Werbung mache, ihr auch was davon habt. Ich mache für keine Sachen Werbung, wo ich weiß, okay, ich kriege am Ende eine Kohle, meine Community, ja, wenn es halt kauft, schön und gut, aber am Ende ist es halt kein geiles Produkt, was ich denen eigentlich andrehe, da habe ich keinen Bock drauf. Also deswegen, wenn ich Produktplatzierung mache, ich könnte viel mehr machen, aber wie gesagt, da ist mal so viel Schund und Scheiße dabei, dass wir aber dann entscheiden, nee, machen wir nicht. Weil wie gesagt, ich möchte davon überzeugt sein und möchte, dass wenn ihr euch dann überzeugen lassen sollt, das auch zu kaufen, dass ihr aber eine coole Erfahrung habt und nicht einfach nur Geld rausgepustet und eine Firma unterstützt, die ich auch nur unterstütze, weil sie mir gerade Geld in den Rachen geschoben haben. Das soll auf keinen Fall passiert sein. Dementsprechend. Du verredest zu viel und fährst zu wenig. Es ist richtig, es tut mir leid. Mein Fehler, Entschuldigung. Wir müssen noch ein paar Rennen fahren. 4 Stück brauchen wir noch beim netten, wunderbaren Ronny. Der hat noch 4 Stück vor sich. Heißt, da gehen wir jetzt einfach mal rein. Und legen da mal los, weil wir müssen ja, Ronny, es sollte eigentlich nur schnell abgehakt werden heute. Und wir gucken mal, wie schnell abgehakt werden. Am besten nur fahren und gar nicht reden. Dann mach das Mikro doch mal. Spaß, wir machen es wieder an, alles gut. Die Porsche würde ich auch genauso fahren. Und echt würde man keinen 996 Turbo breit bauen. Sind wir mal ehrlich.
Da musst du schon Eier für haben. Und es gibt, also wenn auch nur in Karosse, es gibt halt einfach keine schönen Whitebody-Kits. Zum Beispiel Sydney hat ja den 997 mit Liberty Walk Kit. Und ich muss sagen, das fühle ich nicht. Also den modernen Porsche fühle ich im Breit irgendwie nicht. Also ja, 997 mit RWB, ja. Alles andere aber nicht. Sonst die alten, ja, aber beim modernen finde ich halt nur so in Karosse geil. Da finde ich diese angespackten Bodykits, das ist für einen Porsche irgendwie, das ist nichts, das ist nichts Halbes, nichts Ganzes. Weißt du, wie ich meine? Das lübt nicht so gut. Lieblings-Porsche? 993 GT2, glaube ich. Ja, doch, 993 GT2 ist schon weit oben. Oder 993 GT, oder wie man nennen will. Ja, bei YouTube bin ich mit den Bots immer hinterher. Also wenn die Bots als erste Kommentare schreiben, machen sie immer. Bin ich die eigentlich bei YouTube mittlerweile immer am Löschen direkt. Also ich gehe immer drauf, bla bla, ausblenden und weg, tschüss. Hier bei Twitch kann ich euch das natürlich nicht verhindern, weil ihr ja privat von denen angeschrieben wird und das ist ja wieder ein anderes System. Da bin ich auch immer hinterher. Was ich immer lustig finde, also ich möchte da keinem von euch böse sein, aber Leute antworten da mal drauf. Erstmal antwortet nicht auf irgendwelche Bots, ist immer eine ganz dumme Idee, macht sowas nicht. Plus, ich glaube, die meisten, manchmal raffen sie nicht, weil das Bots sind, aber das erkennt man spätestens, wenn das Emoji dahinter einfach komplett random ist. Die Texte sind mittlerweile echt glaubwürdig, aber wenn halt kommt so, ich freue mich riesig über den Tag und dann der Avocado dahinter ist, nicht mehr so, hä? Also keine Aubergine, ne, Avocado, das macht also gar keinen Sinn. So, von mir aus, Aubergine, von mir aus, what the fuck, warum auch immer, aber egal. Aber, nee, da müssen wir drauf achten, die Emojis passen da nicht. Auch heute, was ein geiles Video, Katzen-Emoji, was? So, nee, das sind dann keine echten Leute, Leute. Also, antworte denen nicht, ich lösche das eh. Mehr oder irgendwann im Laufe des Tages spesen, wenn ich es mal mitkriege. Also meistens, wie gesagt, kommen es ja nicht direkt mit, aber das Taxi ist gerade eben nebenbei abgehoben. Und das Taxi habe ich weggeslampt, nice. Wir werden mit dem, ich sehe kommen, wir werden mit dem Porsche hier noch auf Stufe 3 kommen, einfach durch die Rennen. Ist echt nicht gut. In den Rennen geht das Gott sei Dank nicht so schnell hoch, die Verfahrenstufe, seht ihr nebenbei, die arbeitet deutlich, deutlich langsamer, als wenn wir im Freeroom wären. Nichtsdestotrotz machen sie trotzdem hoch, die Rennen sind recht lang mittlerweile, also haben die Cops genug Zeit. Mit Moore, also mir geht's gut. Auch schön, dass du den ganzen Chat mit einbindest. Das sollte gar nicht so negativ klingen. Ich finde es gut, dass. Okay, das wollte ich positiv meinen. Also, ich meinte das positiv. So, mir geht's gut. Ich hoffe, euch doch auch. So. Ich war gerade ein bisschen komisch. Lieblings-Mario Kart. Ich glaube, das letzte. Also, ich bin jetzt nicht der Riesen-Mario Kart-Crack. Ich spiele es halt ab und an mal. Aber das letzte in der Komplett Edition auf der Switch halt. Das ist halt. War immer noch das beste Gesamtpaket, was du kriegen kannst. Und jetzt kommt immer Mario Kart 64. Bla bla bla. Mir doch Bums. Ich habe die Spiele nicht gespielt. Ich bin mit den neuen sehr zufrieden. Brauchst du noch ein Finalfahrzeug auf? Ne, ich glaube, wir fahren mit dem Turbo. Der kriegt jetzt hier nach Ronny nochmal Leistung und dann ist gut. Weil der Wagen ist ja gut. Und der kriegt halt nochmal den großen Motor und den großen Turbo. Das kriegt unser Subi auch nochmal. Dann ist eh schon gut Kohle weg. Und damit werden wir dann Attacke machen auf Bull und Razor. Junge, das Rennen geht ja ewig. Holy fuck. Gut ist, wir haben die Cops, glaube ich, bevor das Rennen Ende ist, schon abgehängt. Das ist gut. Genau, Mario Kart 8, aber das gab's ja dann nochmal für den Switch und bla, keine Ahnung. Ich hoffe, dass die Folgen-Stack auch trotzdem hier nach Rennende gleich einfach schon feiern ist, weil noch sind sie mich am Verfolgen dort in Musik und den Zwischenrufen. Ich hoffe nur, dass ich jetzt gleich trotzdem unterbrechen will, ich jetzt nicht noch entkommen muss am Ende. Ah, sehen wir jetzt gleich, was sagt das Spiel? Ich bin natürlich noch im Cooldown, ja, fuck you. Der dauert ja auch länger, da ist ein grüner Pfeil, nee. Boah, der dauert hier ewig auf Stufe 2, wenn man nach dem Rennen ist. Holy shit, was ist denn mit dem Cooldown los? Ich meine, das ist eine Stufe 2 Verfolgungsjagd, der müsste normal nur durchrasen, es gibt... Kein Morgen mehr, wo ist er? Ah, dann rückwärtsgang! Ja, hab ich schon gesehen, da hat's Blaulicht angemacht. Mach rückwärts jetzt! Nein, nicht in der Kante! Oh shit, komm! Eieiei. Cooldown. Komm, jetzt cool auch down. Machen wir noch's. Ey, das dauert ja. Was ist denn hier los? Also nach dem Rennen ist der Cooldown ja wirklich maximal lästig. Holy shit. Deswegen will ich das nach Rennen gerne vermeiden, aber ja, ich will ja nur die Sprint- und die Mautschel-Rennen fahren, weil ich keinen Bock auf Rundkurs habe.
Und dann komme ich leider nicht drum rum. So. Das Geile ist, es gab auch keinen Bounty dadurch, weil es ja keine Verfolgungsjagd war. Aber wenn die im Rennen stattfindet, wird die ja nicht gezählt. Kackspiel. Also, gutes Spiel. Das klang gerade so hart negativ. Was ein dreckig, beschissenes Dreckspiel. So ein dreckiges Scheißspiel. Da fährt jemand Zubi. Aber mit dem tiefen Spoiler, ist das, auch, das hat aber auch was. Und das Roofscoop, okay, die Haube ist eine ganz schlimme Katastrophe, aber der Roofscoop ist auch legitim, weil es ein Zubi. Gab serienmäßig, also jetzt nicht so einen. Die serienmäßigen, die es beim Subaru gibt, sind ja diese ausklappbaren. Also du kannst dann, das ist eigentlich wie ein Dachfenster, was du hochklappen kannst. Warum hat P4 sich einfach gar nicht entschieden, überhaupt loszufahren? Der ist jetzt erst gerade, moin, jetzt gerade erst in der ersten Kurve. Messmo ist dann auf jeden Fall mal alles Gute nachträglich. Wir sind gerade bei Blacklist Gegner 3, also bei Ronny. Wir haben jetzt noch 3 Rennen mit dem hier, die wir fahren müssen. Dann haben wir alle Aufgaben erledigt und dann geht es gegen den Ronny, unseren Lieblingsiren. Und ich vermute auch der Einzige, der hier im Spiel ist. Also ich vermute, es ist alles andere keine Iren sind, sondern Vollblut-Amerikaner. Ich will den Turbo im Finale fahren. Okay, GT sind wir schon mal im Finale gefahren. Und ich mag den Turbo sehr. Der fährt sich schön. Der hat Allrad. Das hat der Carrera GT nämlich nicht. Das ist ein markanter Unterschied in der Antriebstechnik dieser beiden wunderbaren Fahrzeuge aus Stuttgart. Und was ich mir nächstes Jahr Geburtstag merke, nicht um kurz vor 12 nachts noch Stories reposten, wo Leute mir alles Gute wünschen, weil man plötzlich am 6.2. so viele Glückwünsche wünscht. Also, ich möchte da keinen von euch angreifen, aber ich habe von so vielen von euch am 6.2. das Gute zu Geburtstag gewünscht bekommen. Das war wirklich insane, weil Leute nicht geguckt haben, wann ich die Story hochgeladen habe. Und es war halt wirklich irritiert. Also ich wollte noch nicht böse sein, die Leute so, ja, kannst du auch mal richtig rechnen, du Genie. So, da wollte ich halt, ich werde ja gerade vom Subi abgezogen. Wir wissen, dass der Subaru kein Topspeed hat, das ist also Bullshit. Piss dich. Da habe ich dann ganz viele am 6.2. bekommen, war schön. Aber na gut, bin ich kein Böse. Es ist ja trotzdem lieb und nett gemeint. So, das ist ja der Gedanke zählt. Ah, wir können sogar 2 Minimum. Ah, oh, sind alle sogar Minimum. Ach, das ist ja nice. Also alles Minimum-Rennen noch. Ja, geil. Na, ja, perfekt. Ich habe vor kurzem den Film Rush geschaut, also den Film von Niki Lauda. Den Niki Lauda-Film habe ich schon gesehen. Ja, der Niki Lauda-Film ist sehr zu empfehlen. Es gibt zwar eine Szene nach seinem Unfall, ich will jetzt nicht explizit sagen, welches ist, aber Roman wird es wissen. Die ist schon, ich sag mal, knackig. Da musst du Bock drauf haben. Also da denkst du auch so, auch die Szene hätte man jetzt auch kürzer gestalten können. Ich weiß nicht, ob das so, also ich hätte es auch mit kürzer wäre ich auch fein gewesen. Aber dadurch kam das Szenario halt besser rüber. Aber es ist ein sehr guter Film, kann ich sehr empfehlen. Also Rush ist auch sehr, sehr gut. Jetzt kommt ja bald dieser Film von der Rivalität von Audi und Lancia, ne? Die kommt ja jetzt bald ins Kino. Wo Audi, Lancia, Gruppe B, war Audi, Rallye-Gegner. Ist wohl ein bisschen überspitzt dargestellt alles, aber da habe ich, glaube ich, auch ganz gut Bock drauf, weil es auch vom Vibe her sehr in diese Rush-Richtung geht. Das könnte auch sehr gut werden. Also das könnte auch ein sehr cooler Film werden. Vor allem finde ich es auch so krass, dass Gruppe B und diese ganze Zeit so wenig Filmadaptionen bekommen hat. Weil meine Fresse, das ist ein fucking Spielfilm, die Gruppe B. Ja, lass mal Auto, Leute in lebensgefährlichen Küsten sitzen auf Strecken, wo Leute sich der Lebensgefahr aussetzen, indem sie sich vor ein Auto, was mit fast 200 km/h angekracht kommt, auf Schotter, auf die Straße stellen. Junge, was willst du denn? Das kriegt Hollywood besser dargestellt, als dass das da abging. Also, Gruppe B, Rallye-Zeit, boah, da hätte ich so Bock auf den Film. Ist der schon am 5. Stimmt, ja, am 5. Januar. Ist der schon draußen? Warum habe ich das nicht mitbekommen? Ist der schon draußen? Aber lief läuft nicht bei uns in Kinos, oder? Ja, alles gut, Amethyst, das ist genau richtig. Ich lösche es halt auch, wenn es so weit geht. Aber genau, wenn ihr die als Mod seht, gerne mal wegmachen. Ist doch nicht draußen. Wurde der dann verschoben oder so? Oder was habe ich da nicht mitbekommen? Auf den habe ich schon Bock, aber wie gesagt, ich habe dann auch nicht mehr mitbekommen, was jetzt Sache ist damit.
mag, wie gut der 911er, der Turbo in Rennen performt, ne? Also bis auf den Supi haben wir sonst eigentlich, wir haben eigentlich selten Gegner, außer der Gummibandeffekt hat Bock, weil das Ding eigentlich einen recht guten Durchschnittsspeed hat. Days, über was spielst du? Über EA Play? Also doch, EA Play, ne, wie heißt das Scheißding von EA? Aber du weißt, was ich meine. Über was spielst du das denn? Sowohl Steam und Co. Guck mal in den Speichereinstellungen bei dir, ob der aus der Cloud laden soll. EA App, dann guck mal in den Einstellungen, da gibt es nämlich immer eine Möglichkeit, ob EA App direkt alle deine Spieldaten in die Cloud laden soll und da auch runterladen soll. Das kannst du ausstechen, dass er in der Cloud speichert. Weil er wird bei dir beides speichern und wird dann natürlich dann immer mit der Cloud synchronisieren. Merk, okay, kein lokaler Spiel, dann hole ich die Cloud-Daten gerade. Einfach mal in den App-Einstellungen gucken. Du kannst ausstellen, dass er die Cloud-Daten nutzt. Dann nochmal deine Dokumentdateien löschen und dann dürfte er auch von einem Restart zulassen. Ist bei leider sehr vielen, auch bei Need for Speed. Nee, 2015 war es zum Beispiel nicht so, ging sogar. Aber ich glaube, bei Heat und so war das auch so. Wir können vielleicht gerne nochmal am 911 das Bodykit ändern. Dann haben wir zumindest noch eine kleine Abänderung. Stimmt, das können wir für die letzten beiden Blacklist-Gegner können wir gerne nochmal eine kleine Bodykit-Änderung vornehmen. Da habe ich keinen Stress mit. Vielleicht auch einen großen Flügel nochmal drauf und nochmal so ein bisschen auf King-Ding. Weißt du, wie ich meine, zu machen, ne? Dies, das. Ich finde es krass, dass YouTube, Twitch und Co. nicht gegen diese Bots so ankommen. Also die, natürlich, was viele meinen, ja, dass YouTube und Twitch nichts machen, bla bla bla. Die werden schon aktiv im Hintergrund was machen, die werden nicht sitzen. Boah, ist ja geil. Lass mal einem 12-Jährigen ein paar Pornoseiten schicken. Das klingt doch geil. Nee, das ist sicher nicht der Mindset, aber die werden da schon gegen gehen, aber ich weiß nicht, warum das so ein Problem ist. Also, es wird natürlich nicht genug dagegen getan. Dass sie was dagegen tun, bin ich mir recht sicher. Aber dass das irgendwie noch so Freiflug hat, ist mir wirklich ein Rätsel. Das eigentlich, was das Hauptproblem ist, es dürften Accounts nicht so leicht erstellbar sein. Und eigentlich, wenn ich überlege, wenn ich einen YouTube-Account erstelle, was für ein Kackaufwand das ist, mach hier eine E-Mail, da noch ein Backup, da eine Telefonnummer. Ich weiß gar nicht, wie diese Bots-Accounts überhaupt zustande kommen, weil die müssen dieses ganze System ja dribbeln. Das System bei YouTube einen Account zu erstellen, ist ja nicht einfach kurz so, ja, hier E-Mail, Passwort, Feierabend, sondern da ist ja schon ein bisschen was hinter. Deswegen bin ich begeistert, wie diese Bots dieses komplette System dribbeln, dass YouTube das nicht mitkriegt. Ich verstehe es nicht. Das ist bei Twitch dasselbe Ding. Normal ist eigentlich die Account erstellen gar nicht so simpel und irgendwie kommen die Bots drumherum. Da müsstest du aber mal online gucken. Also, es gibt auf jeden Fall irgend so eine. Da bin ich mir sogar recht sicher. Aber da müsstest du online mal gucken, wo die sitzt. Der Insta hat auch ein ganz großes Bot. Also, wie gesagt, alle Plattformen haben ein Bot-Problem. Also, das muss man leider sagen. Das ist auch viel größer geworden die letzten Jahre. Leider ist Gottes, ihr wisst ja auch selber, KI ist intelligenter geworden. Oder besser. Intelligenter ist vielleicht der falsche Ausdruck. Besser geworden und natürlich auch in solchen Fällen die Bots, ne, die lernen ja auch damit. Das ist so geil, künstliche Intelligenz ist es in dem Fall dann auch nachteilig für uns, weil natürlich solche Bot-Systeme viel effizienter arbeiten können. Vielleicht auch einfach gehackte Accounts sind. Könnte schon, ja, das könnte ein Punkt sein, ja. Das mit den gehackten Accounts vielleicht gar nicht mehr so unwahrscheinlich, aber so viele, das wäre schon. Ja, obwohl sehr viele Leute auch inaktiv sind, die Accounts kriegst du dann easy gehackt, weil da eh keiner mehr nachchecken, ja, das kann schon gut sein. Die Rennen sind zum Ende brutal lang, Alter. Das hättet ihr gleich bei den Blacklist-Gegnern auch merken. Die Rennen ziehen zum Ende, hier muss man halt richtig mit Streckenlänge an. Was aber Sinn macht zum Teil, weil die Autos ja viel schneller sind. Wenn du dieselben Streckenlänge wie du am Anfang fährst, wärst du ja innerhalb von 30 Sekunden mit manchen Rennen durch. Aber ja, sie hätten knackig ein bisschen kürzer sein können. Welche Sinn haben denn die Bots? Leute auf komische Links klicken lassen. Und man könnte jetzt meinen, wer macht denn sowas Dummes, aber es würde nicht so viele Bots geben, wenn sich so viele Leute draufklicken würden. Man muss immer damit rechnen, so, es müssen Leute sein, sonst wird das Schema nicht mehr funktionieren. Keiner wird sich die Arbeit machen, wenn das nicht aufgehen würde. Deine Meinung zu den Remake und Gerüchten? Dazu habe ich sogar schon mal ein Video gemacht, von dem Remake-Modus. Ich vermute, es ist nichts dran. Ich vermute, da wird keins kommen. Es ist wirklich krass, wie viele Leute auf sowas reinfallen. Also auch, wenn ich irgendwelche random Telefonnummern anrufen, da zurückzurufen und so Kram, so, Digga, lass die Leute schmoren. Alter, wenn ich irgendwie erreichen will, kriegt er das schon hin und muss sich nicht immer eine komische Fake. Also, wie gesagt, also.
Und ich sehe es ja auch auf Twitter, da gibt es ja auch super viele, ja, Profile, die da erstellt worden sind, die ja auch nur auf Cash Grab aus sind, die dann mit hier, bla bla bla, hier, schreibt mir doch und so Kram, weißt, ihr wisst, welche Profile ich meine, ich will jetzt hier mit Twitch mir hier keinen einfangen. Und da dann Rüdiger Mitte 50 da halt drauf reinfällt, ach so, oh ja, ich will das nicht anschreiben, ja, weißt du, wie man da macht, immer. Also bei Facebook ist das schlimm, Alter, bei Facebook sieht man das an jeder Ecke. Und die, also, da denkst du dir so, okay, der Mann ist Mitte 50, der hat ein bisschen Erfahrung im Leben. Und das in dem Moment denke ich, diese Mitte 20-Jährige, die schreibt mich an. Muss Legend sein. Bruder, Alter, jetzt mal wirklich, what the fuck, ey. Also es ist mir echt ein Rätsel. Also da muss man schon hart verzweifelt im Leben sein. Dass man denkt so, das klingt logisch, das klingt für mich. Also wenn du halt, das ist halt wirklich so, deswegen gibt es ja auch die Sache, was Leute so jetzt immer wieder sagen, es muss in der Schule eigentlich ein Fach geben, was Medienkompetenz und Umgang mit dem Internet beinhaltet. So dumm es klingt. Ich meine, unsere Altersklasse und Pieper und Jünger, die haben, wachsen damit ja auf, haben vielleicht nur ein bisschen mehr Know-how, aber trotzdem Medienkompetenz und Internet, finde ich, sollte echt, so dumm es klingt, Fach oder zumindest mal ab und an mal so ein Kurs in der Schule sein, dass man auch in der Grundschule, auch dann in der weiterführenden Schule Leute abholt, weißt du, wie ich meine? Weil da ist so viel Mist, den man bauen kann im Internet, wo du einfach keine Ahnung von haben kannst. Das, wie gesagt, ich mach's ja beruflich, deswegen habe ich ein bisschen Kompetenz in dem Thema, aber ich kann es schon verstehen, wenn Leute einfach gar keinen Plan haben, was da abgeht. Und da müsste man viel, viel früher die Leute schon abholen, aber ja. Und da müsste man, wie gesagt, in der Grundschule oder zu mir aus ab der 5. Klasse, was auch immer, mit Späßen anfangen, weil ab dem Moment ist man viel im Internet und da sollte man den Schülern schon ein bisschen das Thema und so klar machen. Beider Meinung nach. Ah ja. Ronnie, look, I don't care what they say about you. I'm gonna wipe you all over the road. I'm ready when you are, punk. Ronnie hat schon wieder gute Laune. Bei meinem kleinen Bruder in der Hauptschule gibt's das. Das ist gut. Da ist deine Schule von deinem kleinen Bruder auf jeden Fall schon mal fortschrittlicher als viele andere Schulen. Muss man ganz klar sagen. Genau, einfach so einen kleinen Kurs. Das muss ja kein Fach sein. So alle paar Wochen mal so einen kleinen Kurs, wo man einfach mal so ein bisschen, wie gesagt, diese Medienkompetenz aufgreift. Das muss ja eben nicht nur Internet sein, sondern grundsätzlich, wie man mit Medien umgeht. Und es wäre so wichtig. Meiner Meinung nach. Es ist wirklich, ach ja. Hat auch immer noch ein cooles Intro, der Dude. Ich muss sagen, er hat schon ein episches Intro, aber ich warte viel epischer als er. Macht das die Polizei nicht in der Oberschule? Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass die Polizei unbedingt Medienkompetenz hat. Also ich möchte da keinen angreifen, aber bei vielen Sachen, die ich so sehe, wie die Social-Media-Kanäle von Polizei und Co. geführt werden, oh Bruder, fangen wir nicht das Wort Medienkompetenz mit der Polizeikompetenz. Also da ist auch ganz viel schon verloren. Weil da auch dann irgendwelche, ich will da jetzt nicht böse sein, Mitte 50-Jährigen, die Social-Media-Kanäle leiten und versuchen, hip und cool zu sein, das klappt halt einfach nicht. Also ist halt, wie es ist. Ist einfach, wie es ist. Aber jemand gerade meinte, stattdessen wird einem beigebracht, dass es bla 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 2 Millionen Pronomen gibt. Dazu der Punkt, ist mir scheiße, also zum Thema Pronomen. Wenn jemand anderes Pronomen genannt werden möchte, akzeptiere ich das. So, das ist so mein Ding. Wenn er sagt, ich möchte so und so angesprochen werden, dann habe ich, das habe ich zumindest in der Erziehung soweit gelernt, den Respekt, dass ich das dann auch nicht akzeptiere und auch dann, wenn der anderen Person damit wohler ist, auf jeden Fall damit so umgehe. Warum auch nicht? Ich meine, es tut mir ja nicht weh. Also beim besten Willen. Ich finde es immer so krass, wenn Leute sich da über Innen und Pronomen und so da im Internet so drüber abfacken. So, mein Gott, was macht euch das denn für Schmerzen, Leute? Jetzt mal ehrlich. Wo ist denn das kurze Problem, das Innen dran zu hängen oder ein anderes Pronomen zu nehmen? Also, wenn euch das Kopfschmerzen bereitet, habt ihr aber ein echt entspanntes Leben, wenn das euer Problem ist. Also das, ey, wirklich, dieses Aufregen über so kleinen Scheiß, der einem überhaupt nicht wehtut. Und mit dem man dreiviertel der Zeit eh nicht in Kontakt tritt. Also ist ja nicht so, dass man alle 5 Minuten dann plötzlich gendern müsste und so. Das war aber ein ziemlich cleanes Hohmanöver von ihm gerade. Muss ich jetzt gerade mal die KI loben. Das war ganz schön sick innen durchgezogen. Wie der Rabattcode von Zero Five Closing ist, den kriegst du über den Newsletter. Wenn du den Newsletter abonnierst, kannst du da draufklicken und kriegst dann den Rabattcode gut geschrieben. Dann kannst du den nutzen. Da ist ein Link drin, da klickst du drauf und dann wird das direkt deinem Warenkorb gut geschrieben.
Shannon ist really unnötig. Das siehst du so. Ich finde es jetzt nicht. Ich finde die Einstellung unnötig. So, ist mal, wie gesagt, es tut ja keinem weh. Also, wie gesagt, ich hab da gar keinen Stress mit. Mir ist sowas egal. Bei mir ist immer so, wenn, meiner Meinung nach, wenn es anderen Leuten damit besser geht, warum soll man denen das Leben schwer. Also, wie gesagt, ich habe da keinen Stress mit. Klar gibt es natürlich auch Sachen, die es zu kompliziert machen und wo es ein bisschen Leute ein bisschen zu sehr übertreiben. I get it. Also, das ist alles cool. Da kann ich dann auch verstehen, wenn man da keinen Bock drauf hat. Aber wie gesagt, ich fühle mich da jetzt nicht so. Also, wie gesagt, man liest ja im Social Media, liest ja immer, wie Leute da wirklich, also wirklich angegriffen von sind. Und ich will ja jetzt hier auch kein Fass mit aufmachen, aber ich raff halt nicht, wie er das so seelisch so fertig machen kann. Aber wie gesagt, alles gut. Ich drück's mal so aus. Wie drücken wir's? Alter, Ronny ist hier wirklich schnell im letzten Abschnitt. Was soll ich gerade sagen? So ist es richtig auszudrücken. Ihr müsst es nicht nutzen, aber akzeptieren, wenn andere es nutzen wollen. So, fertig. Machen wir es so. Es sagt ja keiner, es ist ja nicht gezwungen. Du musst nicht innen irgendwo dranhängen, bla bla bla. Aber wenn andere es machen wollen, finde ich, dass man die Person dann dafür nicht angehen sollte. So, fertig. Ich glaube, dann ist jeder fein damit. Ich glaube, das ist jetzt richtig ausgedrückt. Weil es tut ja kein weh, wenn ein anderer macht. Wie gesagt, es ist ja nicht vorgeschrieben. So, dann macht es nicht. Und wenn es ein anderer macht, dann lasst euch da aber nicht dran stören. Ich hatte es ja auch bei Game 2 gesehen. Die sind ja Teil des Funknetzwerks und dementsprechend Jelani natürlich, weil gehört dann einfach dazu. Und da gab es ja dann auch super viel negatives Feedback, was dann das jetzt erlaubt und bla bla bla. Und ich so, ey, mein Gott, ey, wenn das jetzt sein Problem ist, dass sie jetzt gerade einen Innen dran gehängt haben, um ein paar mehr Leute zu inkludieren, weiß ich nicht, Bruder. Oh, Junge. Ey, Ronny ist hier gerade ganz schön schnell im ersten Rennen. Das irritiert mich ein bisschen. Ich habe den Dude gar nicht so stark im Kopf. Ich kann mal gucken, ich letzte Kurve hier nicht verkacke, weil der wird mich nämlich sonst hier gleich hops nehmen. Das ist ein bisschen ein Problem. Genau, wenn man gendert, dann ist auf Social Media 90% der Kommentare, warum man das denn jetzt macht. Und ich denke mir so, wenn die Leute wirklich die Arbeit und die Kraft, die sie jetzt da reinstecken, jetzt sich darüber Gedanken zu machen oder das hier zu kritisieren, anders nutzen würden, Junge, unser Land wäre verdammt effizient, ich sage euch. In dem Artikel wird im ersten Satz gesagt, das lese ich nicht mehr. U650 auf Facebook. In jeder. Ja, es ist also. Ich nutze Facebook halt wirklich nur noch für Events und Geburtstage. Ich sag es euch. Facebook ist so ein toxic Haufen geworden. Holy shit! Dagegen ist YouTube Welleparadies. Ich sag es euch. Dagegen ist YouTube das Smallland aus dem IKEA. Junge, das ist schön. Also wirklich, was auf Facebook abgeht. Facebook moderiert gar nichts mehr. Ich glaube, bei Zuckerberg ist mittlerweile ein Punkt, dass sie die Plattform eh aufgegeben haben und dementsprechend moderieren komplett ab ACTA gelegt haben. Holy shit, ist da ein Haufen Leute unterwegs. Das ist ja nicht normal. Also Facebook kann man sich einfach mal geben, wenn man richtig Bock hat, mal richtig, richtig Abschaum mitzukriegen. Holy shit. Vor allem, ich folge immer noch der Bildzeitung von früher. Damals waren die auch schon scheiße, ich hatte keinen Kopf. Egal, auf jeden Fall lassen wir es. Und mir kriege ich deswegen die Postings von nicht. Die folgt ihn auch nicht, weil es viel zu lustig ist. Und ich will nicht sagen, dass man auf Facebook unter Bildartikeln das richtige Sinn recht gut rauslesen kann. Aber ich sag mal so, eine leichte Rechtsneigung, ganz leichten Ruck merkt man das so ein bisschen. Ey, es ist wirklich, die Bildzeitung, er lockt halt wirklich den größten Schmock der Welt an. Das ist übel. Also, wie gesagt, Facebook nutze ich nur noch als Unterhaltungsmedium, einfach um mich zu gucken, was für Idioten wir haben. Also nicht, weil ich es irgendwie sinnvoll nutze, sondern einfach, oh, heute mal ein bisschen Schwachsinn lesen. Das ist dann ganz angenehm. Und dadurch merke ich dann wieder, ach, die YouTube-Kommentare sind eigentlich doch ganz nett. Wenn Leute ihre generell Zeit nicht nur zu kritisieren, anderer nutzen würden, würde es uns allen besser gehen. Ja, ist richtig. Die Zeit, die man dazu kritisieren nutzt, können wir auch einfach effizient anders nutzen. Also Kritik ist, also Punkt, wichtiger Punkt, Kritik ist wichtig, aber auch nicht an jeder Stelle. Nur weil man eine Meinung hat, also ich habe irgendwas, was schön hatte jemand letztens zitiert, nur weil man eine Meinung hat, heißt nicht, dass man sie jedem erzählen muss. So, das ist der Punkt. Kannst eine Meinung haben, aber nicht jede Meinung muss man erzählen. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Ausdruck.
Rostretter hat sich einen Golf 3 gekauft. Darf ich den Namen mit dem Fahrzeug assoziieren oder nicht? Also ich meine Marken Golf 3, aber du weißt, was ich meine, vermutlich. Mach ich mal kurz die Nase schnäuben, ich bin sofort wieder da. So, jetzt geht's wieder. Ja, Tobias möchte den Stream auch verlassen, wunderbar, dankeschön. Du mich auch, Alter. Boah, Rennen Nummer 2 haben wir aber easy in der Tasche, holy shit. Rennen Nummer 2 nehmen wir ihn gerade aber mal richtig hops. Da wird er aber richtig kaputt genommen, ne? Wie, weiß, wie ich meine. So, oh, schöner Abheben. Ein paar Röschchen hat er noch ein bisschen Rab. Okay, dann geht's für den Golf 3 noch. Kumpel von mir, der Mike, hatte ja sein Vento damals gekauft und hat auch so ein günstiges Auto gewesen. Also es ist immer noch am Ende. Aber ich sag mal so, aktive Fußraumbelüftung an Stellen, wo man sie nicht haben möchte. Drück ich mal so rum aus. Also mit Fußraumbelüftung meine ich Fußraumbelüftung. Also jetzt nicht so Luftkanal, sondern mach mal Teppich hoch und guck mal drunter. Ja, danke Ronny. Top, Digga. Ach. Newsletter finde ich nicht leider. Doch. Unten auf der Website haben wir direkt einen Newsletter. Ganz unten auf der Seite, da kannst du deine E-Mail eintragen, italienische Lux. Da kannst du die eintragen und dann kriegst du eine Mail, dass du den Newsletter wirklich erhalten möchtest. Die bestätigst du und darin ist dann der Code drin. Genau, daran ist der Fischhändling, genau. Gut, dafür, dass ich in Rennen 2 Ronny so abgezogen habe, mein Ronny jetzt in Rennen 3. Ach, guck mal, lass uns das doch mal umdrehen. Hm? Aber man muss auch sagen, dass er nicht einmal rumgedreht hat, dementsprechend passt das schon. Der Nigels, willkommen im 20. Monat, danke für den Resub. Boah, Junge, der Drift war aber on point. Uff. Ich weiß auch nicht, Ronny hat hier in den Rennen bei mir echt gutes Tempo drauf. Gerade im Sprintrennen mal nicht. Aber sonst ist der hier echt nicht langsam, ey. Das ist echt krass. Ich bin echt ein bisschen baff, was die KI hier so an Tempo abzieht von ihm. Vor allem ist das letzte Rennen ja nur in 2 Runden rennen. Boah, jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier schnell durchkomme. Nee, Stück. Gerne. Komm schon. Also der Turbo, es liegt ja jetzt noch nicht daran, dass wir ein schlechtes Auto haben. Der Turbo ist ja sogar ein ganz gutes Auto. Okay, danke, Bro. Und das gibt es nicht. Der hält mich die ganze Zeit auf seinen 2-3 Meter mal locker. Und ich baue ja nicht mal groß Scheiße. Der einzige Fehler war am Anfang, dass ich mich da eingedreht habe. Oh, ja, und das jetzt auch. Ja genau, der hat bei einem dieser beiden Rundkursrennen gerne Aussätze, dass er da durch die Boden glitscht und dadurch eine der Kurven nochmal neu fahren muss. Da wird er ja komisch resettet vom Spiel. Diesen Run leider nicht, das hatte ich bisher eigentlich fast jeden Run, aber heute ist er hier... Oh scheiße, ich fahre auch Mist zusammen, hör auf zu driften, Porsche. Komm schon. Ich hoffe, mir nächsten Monat die 20M, wie die Profi hält, was er verspricht. Die 20M, super cooles Auto. Bin ich sehr großer Fan von. Ist der coolere Polo. Ist einfach so. Weil er sich optisch und lautstärketechnisch ein bisschen mal drauf. Holy shit, hat Ronny mich hier rund gemacht. What the fuck? Also ich hatte doch keinen Run, wo Ronny mich so fertig gemacht hat. Meine Fresse, das war ja überhaupt kein Versuch. Junge. Das kam jetzt unerwartet. Boah. Problem ist, der Dreher hier am Anfang hat mich halt einfach übel Zeit gekostet, weil er seit dem Moment halt wegziehen konnte und ich dann in dem Moment nicht mehr reingelassen worden bin vom Gummiband-Effekt. Das ist krass, ey. Also normalerweise hast du hier nochmal eine Chance, dass das Spiel dich aufholen lässt, aber da hat das Spiel sich entschieden, mir doch scheißegal. Machen wir nicht. So, wie gesagt, hier... Was? Rennen 1 oder Rennen 3, wo er hier durchglitscht? Rennen 1 oder Rennen 3 hat er hier einen Fehler manchmal. Der fährt hier, glaube ich, gegen irgendeine Barrikade und rutscht dann, sagen wir mal, nochmal eine Etappe tiefer wieder.
Und darf dann nochmal restarten. Ich weiß gar nicht, ob das, wie gesagt, Rennen rein 1 oder 3 war. Boah! Wie krass, was mit ihm los ist, Junge. Das ist ja Wahnsinn. Okay. Ja, vergesst da. Ich weiß nicht, was da mit ihm los war. Wir werden ein ganz guter Forza Motorsport-Spieler. Wobei wir gerade bei Forza Motorsport sind. Morgen kommt ein Video zur Nordschleife. Also ich habe mir Forza Motorsport schon lange nicht mehr angeguckt, aber heute kam ja das Nordschleifen-Update und die werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Weil die muss taugen. Wenn die nichts taugt, sage ich euch, wie das ist. Das Upgrade-System haben sie ja jetzt geändert. Oder wird geändert? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß nicht, wann was passiert. Auf jeden Fall, das Upgrade-System wurde ja stark bearbeitet bei Forza Motorsport. Jetzt kam die Nordschleife rein. Also das Spiel wird gerade mal richtig hart umgekrempelt. Aber die Nordschleife will ich mir mal angucken, was die taugt. Da muss man auf jeden Fall mal kleinen Blick reinwerfen, weil die können für Multiplayer interessant werden im Spiel. Jetzt habe ich gerade ein bisschen mal festgefahren, mein Glück. Abwarten. Oh shit, Alter, diese Kurve, ne? Ich hasse sie. Der Streckenabschnitt ist halt auch wirklich größte Grütze hier, also muss man leider auch sagen. Der ist fahrtechnisch mit der Fahrphysik von Most Wanted halt wirklich größte Scheiße. Das ist wirklich ganz unangenehm zu fahren. Diese Sprünge, das ist alles kacke hier. Ronny hat ein Tempo drauf. Das geht mir wirklich ein bisschen auf den Sack. Ich krieg den halt nicht abgehängt. Da würde mich jetzt hier gleich wieder Divebomben, ne? Wie so ein Wahnsinniger, vermute ich mal, oder? Nee, doch nicht. Wann kommen wieder Lenkradvideos? Ich muss gucken, ob die Woche noch eins eingeplant ist. Ich glaube, die Woche wird keins kommen. Das habe ich, glaube ich, zeitlich geil, weil ich schon ein bisschen Videos vorgeplant habe. Okay, Ronny hat sich gerade komplett gewickelt. Eingeplant habe, aber ja, weil morgen kommt das Forza Motorsport Video. Freitag kommen wir zu TDU Solar Crown, weil wir da mal ein bisschen drüber reden müssen. Weil da gibt es ein paar Neuigkeiten, aber auch nicht viele. Da würde ich aber gerne mal ein Video zu machen, so meine Einschätzung für das Spiel. Da würde ich gerne mal ein bisschen meine Meinung zu äußern. Das kommt also Freitag. Und Samstag ist ja mal als Ruhetag, wie ihr gesehen habt. Sonntag kommt, denke ich, wieder ein Autovideo. Also Real Life. So, gut, damit haben wir Ronny. Damit ist Ronny besiegt. Unser Lieblingsire ist damit abserviert. So, guck mal, vielleicht den ersten Mann kriegen. Obwohl, die Kohle brauchen wir eh nicht mehr. Die Kohle ist mir scheißegal eigentlich. Sind wir ehrlich? Ist eigentlich shit egal. Ah, haben wir so ein Auto bekommen. Naja, gut. Besser als nix. Und Jay for free. Wunderschön. So, Blacklist Nummer 2. Bull Torusato. Es ist immer noch schade, dass das Auto in der Beta vom Spiel besser aussah. Ich verstehe nicht, warum der reduziert worden ist. Klar, der ist so cleaner, aber es ist halt überhaupt kein Tuning bei der Kiste. Ne? Felgen und rote Scheibenfolie zählen jetzt nicht als Tuning. Hey, it's me. I see you cracked the top 3. And to think, you got out of jail with nothing and clawed your way back to the top. Not bad. One more blacklist driver and Razor is ours. I'll see ya. Alles klärchen. So, wir fahren mal ganz kurz den Porsche-Tune. Der kriegt nämlich jetzt für Bull und Razor nochmal ein anderes Bodykit und einen großen Flügel. Einfach, weil ich Bock drauf habe. Einfach, weil ich Bock drauf habe, kriegt ihr jetzt mal das große Rennbodykit und eine große Frittentheke. So, wunderbar. Gibt es hier auch ein Carbon? Das sieht, glaube ich, ein bisschen geil aus, ne? Ja, immer eine Carbon-Theke. So, das passt schon mal so. Jetzt kriegt er noch die großen Leistungsteile, weil die haben wir jetzt auch frei. Da nehme ich die Ultimate-Teile frei. Bam, Ultimate-Motor. 98k, meine Fresse. Und den Ultimate-Turbo. 76k. Guck mal hier, das ist doch nichts Problem. Die Scheißteile kosten so brutal Kohle. 204k jetzt allein noch ausgegeben für Motorteile. So. Jetzt gehen wir mal ganz kurz ins Haus. Verkaufen gerade Ronnys ersten Martin. Den werde ich jetzt auch nicht zurücktunen. Den werde ich aber direkt verkaufen, weil es einfach den Weg jetzt nicht wert ist. 45k, Digga. Du mich auch. Und dann kriegt der Subaru gerade noch volle Leistung. Und dann geht's in die Verfolgungsjagd, weil die machen wir als erstes, weil der hat gerade noch Heatstufe 2, heißt, da können wir noch ein bisschen was machen mit. Wie viel M-Größe hat... was meinst du mit M-Größe? Hat der Oversized M-Hoodie. Ich muss mal gucken, ich glaube, mein Bruder trägt auf dem Bild
Nee, ich trage auf dem. Nee, ich trage den Hoodie, ja, ne, ja. Ich habe XL mit 1,94. So, Ultimate. Ach, wie viel Meter? Ich kann es dir gerade gar nicht so aus dem Kopf sagen. Genau die Maße habe ich jetzt nicht im Kopf. Das kann ich dir leider so nicht sagen. So. Subaru auch vollkommen aufgebaut. So. Jetzt kümmern wir uns um die Kopfsachen. Was haben wir denn? Oh, wir haben schon genug Kopfgeld auf jeden Fall. Ich glaube, 10 Millionen brauchen wir ja für Razer. 2000 Sachschaden. 9 Minuten Verfolgungsjagd. 12 Straßensperren und 8 Spike Strips. Ja, gut. Dann müssen wir einfach mal ein bisschen Kopf hochbringen. Stufe 2 ist natürlich jetzt wieder beschissen, aber wir werden schon recht schnell wieder auf Stufe 4 gehen. Wenn wir Stufe 4 oder 5 fahren wollen, müssen wir eh 9 Minuten rumeiern. Das ist also nicht der Stress. Fahndungsstufe 2 geht ja Gott sei Dank mittlerweile schnell hoch. Seht ihr ja, das ist ja mittlerweile nur noch eine Frage der Zeit, bis wir Stufe 3 sind. Also alles entspannt. Also Bauer hat jetzt mal ein bisschen Bums, das gefällt mir. Ich bin gespannt, wie unser Turbo abgeht gleich, weil voll aufgetuned dürfte er ganz gut marschieren. Der Subaru braucht die Leistung nur bei Stufe 4 und 5, um uns eben noch aus, ich sag mal, brenzligen Lagen ein bisschen rauszupushen. Weil mehr Leistung kann in dem Fall nie schaden. Wo zum Geier ist ein anderer Kopfwagen gerade kaputt gegangen? Ich hatte doch nur einen an der Backe. Ich habe irgendwo einen Kopfwagen zerstört. Ohne was gemacht zu haben. Wo? Okay. Ja gut, dann ist es halt so. Fahr da jetzt nicht. Ah, wo ist er? Komm rein. Danke. I have a visual. Oh, hast du deine Haube verloren, Brudi? Das war nicht Forcing off the Road, das war Forcing into a Taxi, aber es ist okay, es wird dasselbe sein. Warte mal, Stufe 2 Straßensperre? Was? Okay, immer mit, taken wir. Das ist zwar nicht viel Kopfgeld, aber der Gedanke ist schön. Wo ist denn der Kopf hin? Ah, da. So, Stufe 3, haben wir gleich. Oh, Junge! Ich habe vergessen, dass es auf Stufe 2 schon Straßensperren gibt. Es ist mir irgendwie immer so ein. So unnormal. Aber na gut. Die Sachen, die wir hier auf. Die Aufgaben, die wir jetzt hier bei Bull haben, sind eigentlich super easy. Weil Straßensperren kommen eh. Sachschaden machst du eh. 9 Minuten fahren? Ja. Also deswegen, das ist das Geile. Weil die Bull, die Aufgaben sind eigentlich so easy. Weil ich finde zum Beispiel dieses Tagge 32 Kopfwagen viel anstrengender, weil du halt viel aktiver auf Kontakt gehen musst. Bei Bull kann ich jetzt einfach rumfahren. Bei Bull muss ich nur auf Kontakt gehen. Wenn ich Stufe 4 oder 5 habe, kann ich am Ende das Stadion sprengen und mir alleine mit dem Verfolgungsstopper so viel Sachschaden reinholen. Das ist insane. Also das ist hier gerade eine ganz entspannte Nummer, sag ich mal liebevoll ausgedrückt. Oh shit, da steht ein... Scheiße. Boah, Junge. Da stand ein Rhino hinter. Das war ja assi. Crossstar erscheint ab Stufe 5. Der ist bei Stufe 5 bei den Corvettes dabei. Und bringt entspannte, knackige 100.000 Kopfgeld, wenn man ihn trifft. Meistens im Affekt ungewollt, aber man trifft ihn gern mal. Und der bringt echt gutes Kopfgeld-Boni. Gucken wir mal, ob wir vielleicht Razers Kopfgeld schon schaffen, die 10 Millionen. Danke an meine Rhino-Brudis, die mir gerade den Kopf vom Backen geholt haben. Das ist ja praktisch gewesen. Ich habe Rüdiger gerade einfach in die Cops in den Rhino reingekracht. Auch eine Option. Das ist irgendwie gut gegangen für mich. Ich habe den Rhino halt nicht kommen sehen. Ja, jetzt haben wir schon Backup. Scheiße. Oh, wir sind aber gleich in Stufe 4. Holy shit, Stufe 3 geht aber schnell hoch. Das ist ja geil. Okay, das ist ja gut. Wenn Stufe 4 gleich auch so schnell hoch geht, wäre ich ja happy drüber. Dann geht das ja hier alles flott vorbei. Bam, Straßensperre. 4 von 12. Ah, nein, wo ist er? Scheiße, ich häng ihn ab. Nein. Nein, nicht umdrehen, mitkommen. Ich will hier lang fahren. Ja, hast du geschafft. Top, super. Body and Turn, zu kommen. 39. Monat, wow. Willkommen zurück, danke für den Resub. Guten Abend zusammen, gestern kam die Holi-Bestellung an, natürlich mit deinem Code. Vielen Dank, Buddy Tavis, für deinen Support. Dankeschön. Ich wünsche dir einen guten Durst. Deswegen liebe ich ja das Endgame von Most Wanted, weil das Ganze mit den Fahndungsleveln ein bisschen schneller geht. Am Anfang dauert es ewig, auf hohe Fahndungslevel zu kommen. Und ich muss leider sagen, Stufe 1 ist eine Katastrophe in Most Wanted. Stufe 2 ist halt, meh. Stufe 3 geht so. Ab erst ab Stufe 4, finde ich, hat man richtig irgendwie mal ein bisschen einen Kick dabei.
Das davor kriegt man eigentlich mal recht gut gehandelt. Das ist das Tempo halt recht gering. Bei Stufe 4 und 5 bist du recht schnell am Fahren. Das macht dann schon Bock. Jo, meine Fresse, wo kamst du denn her? Boah, Junge, der hat aber Schwung drauf. Da hat doch jemand Motivation heute bei seinem Job. Mutter Maria. Alter Verwalter, der kam ja aus nichts geschossen. Oh. Ja, so wie zum ich habe keine Ahnung, was jetzt hier schon wieder passiert ist, aber ich hinterfrage es einfach nicht. Okay, super. Wir haben Backup da. Heißt, es geht jetzt richtig ab. Stufe 5. Ja, dauert echt noch recht lange. Wir brauchen eigentlich nur 9 Minuten. Den Sachschaden kriegen wir easy hin. Oh nein, ich wollte mir keine Cut ziehen. Wie viele Straßensperren brauchen wir denn noch? Oh, 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 scheiße. Oh, Alter. Ja, ist ja gut, Bruder. Entspann dich doch wieder, Mensch. Komm runter. Hallo, hallo. Oh. Mann, die beiden haben auch Bock auf ihren Job. Ich meine, ich appreciate das sehr, aber bitte verpisst euch, Junge. Ey, die Rhinos sind ja diese Runde mal richtig wild drauf in Stufe 4. Meine Fresse, ey. Junge, Junge. Ich gebe jetzt auf, wenn er tot ist. Nein, nein, wir müssen ihn festnehmen. Ich bringe ihn um. Nein, wir müssen ihn... Na, ich bringe ihn jetzt vollkommen um. Oh, okay, Bruder. Mein Gott, Space Trail, willkommen im zweiten Monat. Danke für den Restart. Bester Stream hier. Wir gerade beim ersten Playthrough und liefern wir uns jetzt einfach. Das erste Playthrough. Boah, da würde ich gerne mit dir tauschen, Alter, wirklich. Die erste Mal muss Wandel spielen, Junge. Die Erfahrung hätte ich gerne nochmal. Das ist ja geil. Ich wünsche dir viel Spaß auf jeden Fall. Die wirst du mit Sicherheit haben. Das ist. So, das erste Mal ein Spiel nochmal erleben können. Boah, das will ich bei so vielen Spielen. Ah, da will ich viel für geben. Das ist schon sehr geil. Meine Fresse, komm, ich gerade viel Straßensperrt. Ich meine, super, weil ich echt nicht lange hier mehr die Verfolgungsjagd halten muss. Obwohl ich die 9 Minuten gerne voll machen will. Stufe 5 werden wir gar nicht erreichen, das dauert ja gar nicht mehr so lange. Wie viel Straßensperren habe ich denn jetzt? Können wir da oben mal wieder durchscrollen? Oh Gott, meine Fresse. Nein, 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 nein. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh, la, 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 la. Mamma mia. Nein, nicht da rein. Oh, irgendwie glitscht das hier gerade alles ganz wild. Oh Gott, Allrad, komm, do it. Verpiss dich jetzt, Pizza-Taxi. Oh, Junge, Junge. Ey, Gott sei Dank haben wir die Kiste mit Allrad. Hättest du hier irgendwas, was keine Traktion aufbaut, wäre ich so am Arsch gewesen. Mein Gott, Subi, ich liebe dich. Oh, puh. Eieieiei. Ah, nicht driften, nicht driften, nicht driften. Komm, jetzt weg hier. Okay, 2 Straßensperren brauchen wir noch. Wie viel mit, wie viel brauchen wir noch mit Nagel? Dass man schneller durchscrollen würde. Problem ist, jedes Mal, wenn ich was ramme, ist es ja ein Sachschaden. Aber ich will nicht abhängen. Komm, bleib dran, Leute. Keine Sorge, den Nagel werde ich ganz einfach wegschieben. Ja, ich muss mich immer wieder erinnern, dass wir nicht im Bewegermod spielen. Das muss ich halt sagen, ab Stufe 4 macht die KI so geile Blockmanöver, so geile Boxmanöver. Das muss man wirklich sehr hoch anrechnen. Okay, eine Straßensperre brauchen wir noch. You was it? Willkommen in 13 Uhr, danke für deinen Resub. Oh, moin Jungs. Dankeschön. Okay, noch eine Minute, dann haben wir die 9 voll. Sachschaden mache ich easy. Ich glaube, Straßensperren haben wir jetzt auf jeden Fall, die normalen haben wir voll. Ich weiß nicht, wie viele mit Nagelband wir nochmal brauchen. Mann, ey. Oh, wir sind schon wieder auf fast entkommen. Ja, das ist schon mal ganz gut. Jetzt haben wir schon wieder Backup. Das ist schon mal geil. Können wir uns jetzt komplett auf die Straßensperren konzentrieren. Das ist ganz nice. Nein, nicht da reinfahren. Verdammt. Ihr Idioten. Oh, nee, hier ist ganz schön viel los noch. Vergesst alles, was ich gesagt habe. Ist ja scheißegal. Mamma mia, ist hier viel los. Okay, 2 Nagelbänder noch. Ja, Stufe 5 ist doch nicht so unwahrscheinlich, wenn es so weitergeht, weil wir brauchen noch 2 Nagelbänder. Dann mache ich mich schon vom Acker, aber die 9 Minuten haben wir gleich. Sachschaden haben wir auch. Bisher läuft es eigentlich ganz gut, muss man sagen. Wir haben bisher einen ganz guten Run. Apropos, Kompos Wandel Pepega im Laufe des Jahres.
Boah, ich dachte schon, bitte schmier jetzt nicht ab, dann rast... Nicht, dann rast dich aus, wollte ich gerade sagen. Wusa. Irgendwann im Laufe des Jahres. Nein, 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 nicht entführen. Nein, nein, nicht rumdrehen. Rüdiger, hier bleiben, bitte. Ich will jetzt nicht hinkommen. Ah. Okay, 9 Minuten haben wir auch. Ich brauche die Straßen. Rüdiger, ich brauche die Straßensperre noch. Jetzt mach keinen Miesen. Mitkommen. 2 Nagel, wenn er noch, und dann kannst du dich verpissen. Ach, wunderbar. Da ist du schon mal Erste. Rüdiger, du bist der beste Mann. Oh, oh. Oh. Oh oh, oh oh, nicht in den Verfolgungsstopper fliegen. Oh, das war knapp. Oh, das war sehr knapp. Eieieiei. Da vorne war noch eine Straßensperre, aber ich vermute, es war hoffentlich kein Nagelband. Oh, ich will keine Stufe 5. Wir können es eigentlich drauf anlegen, dass es nicht passiert, sind wir ehrlich. Wenn wir es hinkriegen, ist nicht Stufe 5 am Start. Das wäre cool. Wir brauchen sie nämlich nicht. Aber wir haben noch kein Backup. Wir haben noch kein Backup. Alles gut. Solange wir noch kein Backup haben, ist alles gut. Ich habe noch eine Minute, um die loszuwerden. Eine Minute noch, wo eine Straßensperre spawnen kann. Eine Minute, wo wir das hier noch ganz schnell beenden können. Ohne das große ausufern zu lassen. Daumen drücken, dass jetzt noch irgendwo Nagelband spawnt. Komm schon, Spiel, bitte. Nagelband, komm. Wo ist der Kopf hin? Da. Lustigerweise verfolgt mich der Stufe 4, Rüdiger. Komm, Nagelband. Ah, nicht da rechts. Scheiße, das ist nicht meine Spur. Warte, zählt das, wenn ich da langfahre vielleicht? Ja, ach, zählt. Trickst. Wusste ich doch, wenn ich in der Nähe bin, reicht das schon. Komm, 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 komm. Und tschüss. Und Abgang. Komm, flieg, Subi, flieg! Da vorne im Golfkurs können wir uns verstecken, wenn wir es drauf anlegen. Ah, fuck, Straßensperre. Ah, jetzt muss ich gucken, wo die ist. Da. Durch da. Tschüss, Leute. Man sieht sich. Komm, 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 mach es. Boah, die Straßen, die Verfolgungsjagden auf Stufe 5 sind so smooth, meine Fresse. Das ist viel zu gut. Oh, geil. Nice. So, 9,4 Millionen Kopfgeld. Uns fehlt noch 6.000 für Razer, aber das kriegen wir noch hin. Oh, ja, vorher haben wir hier noch über 300.000 jetzt allein mit den Blitzern bekommen. Die machen wir aber gerade mit dem Porsche, weil das nämlich schneller macht. Bei der Porsche haben wir Bums. Der Subaru war auch voll tuned, aber der Porsche dürfte trotzdem schneller sein, vermute ich. Oder ist er das? Ja, ist er nochmal müh. Da waren wir gerade die Meilensteine mit dem Porsche. Dann haben wir die nämlich auch abgehakt. Und dann können wir uns um die Rennen kümmern. 313. Junge, sieht aber auch wild jetzt aus. Das ist ein ganz anderes Auto im Vergleich zu dem anderen Bodykit. Meine Fresse. Der wirkt jetzt aber cleaner breit. Der wirkt nicht so übertrieben. Also er ist immer noch genauso breit, aber die Linien sind halt anders. Also ich wirke anders optisch. Weil die Linien anders sind, versteht das ist egal. Vergessen wir das. Das war aber knapp mit 313. Ja, ich bin 313 gefahren. Top. Schön, Lukas. Schön, gut, dass ich die Ziele so ernst nehme. Wie viel müssen wir da haben? 220. Das klingt aber wenig. Jetzt ist es auf dem Golfkurs. Ist auf dem Golfkurs, ne? Nee. Ja, wo ist denn das scheiß Ding? Oh! Nee, es ist nicht auf dem Golfkurs. Ich kann schon außen rumfahren, aber ich war gerade voll irritiert, wo dieser scheiß Blitzer ist, Mann. Ja, die 220 sind ja außen rum easy. Krass, dass der Porsche auch immer noch Stufe 1 auf ne Heat hat. Denkst du, ich würde, wenn etwas wie brennender Asphalt auf... Ah, da kommt ein Kopf. Dann fahren wir jetzt das andere, 266. Auf Windows 11 zu laufen gehen müsste, ja, müsste machbar sein. Das geht, Windows 11 ist echt sehr alte spielerfreundlich, muss man echt sagen. Sport 66, oh hoppala. Ja, war auch easy. Bei der Porsche haben wir so viel Bums, dass die Blitzer kein Problem mehr sind. So, zack, jetzt noch den anderen. Wie gesagt, dann haben wir bei Razer, müssen wir halt nur so viele Meilensteine machen, wie wir brauchen. Also da machen wir auch wirklich nur das Bare Minimum. Bei den anderen habe ich auch ein bisschen vorgearbeitet. Bei Razer brauchen wir dann einfach nur noch kurz ein bisschen Kopfgeld sammeln, die Blitzer machen und vielleicht ein oder zwei Meilensteine. Könnten jetzt mal aufhören, hier die Cops zu spawnen. Was ist denn das für eine Scheiße gerade? Ne, ich habe jetzt kein... Oh, Mann. Ich will jetzt keine Verfolgungsjagd hier anfangen an dem scheiß Blitzer. Ich will einfach nur gerade die Blitzer abpacken und Rennen fahren. Können wir jetzt vielleicht.
Ja, der Blitzer ist sehr einfach. Ich dachte auch, die 220 wären irgendwie auf dem Golfplatz. Ich habe irgendwie als Legend gesehen, aber 220 auf dem Highway sind halt als Endgame-Blitzer wenig. Ich meine, ich bin nicht mal ansatzweise Nitro am Geben. Also gar nicht. Ja. Ja, das ist ein bisschen drüber. Bisschen. So, 8 Rennen brauchen wir. Dann gehen wir noch mal rein. Hat er auch einen Drag-Rennen dabei? Hat er. Wunderbar. Dann fahren wir noch mal ein kleines Drag-Rennen. Mit dem Turbo. Oh, sehr Porsche-lastig. Finde ich gut. Boah, Junge. Der revt aber jetzt schnell, meine der Brudi. Huh! Meine Fresse, wo kommt der? Ich bin viel zu schnell, ey. So komm ich da gar nicht hinterher, Mann. Den ersten Gang greife ich einfach nicht. Keine Chance, der ist so schnell am Webben. Ja, war mir so klar, dass er nämlich. War mir sehr sicher, dass er nämlich mich rüberlenken will. Egal, zählt nicht. Easy. Oh, ey, jedes Mal, wenn ich gewinne, sind alle im Arsch. Mann, ey, da ist der Erfolg nur halb so geil, wenn man überhaupt nichts erreicht hat. Das ist doch kacke, Mann, Spiel. Oh, du hast gewonnen. Naja, weil alle anderen kaputt sind, nicht weil keiner. Danke, ey. Da fühlt man sich echt so ein bisschen verarscht. So, ey, du warst echt gut. Also, alle anderen sind ja kaputt gewesen. Keine Ahnung, wie schnell du warst. Dass jetzt irgendwas gebracht hat im Verhältnis. Aber so voll aufgetuned ist der Allrad in der Kiste krank. Also, man muss ja sagen. Jetzt mit den Ultimate-Teilen ist der halt aus dem Start so krass am Beschleunigen. Und da wir ja keinen Traktionsverlust haben, machen wir da halt so Meter schon. Das ist halt geil. Juckt die KI natürlich nicht, weil der Gummiband-Effekt reinkickt, aber ich dachte, ich wollte es nur mal erwähnt haben für den guten Effekt. Ja, ganz knapp vor dem argentinischen Mazda RX-8, Klassiker. Die Argentinier lieben ihre Mazda RX-8s alle. Ich weiß nicht mal, ob die da drüben überhaupt welche bekommen haben. Ich würde es stark wundern, bin ich ehrlich. Ob es ein argentinischer RX-8-Fahrer gibt. Ja, Junkman-Parts wären auch geil, aber die habe ich mir überall nicht geholt, ist das Problem. Die hätte ich mir holen müssen eigentlich. Junge, wie der die 300 einfach marschiert, ne? Als gäbe es keinen Morgen mehr. Das ist es einfach. Jo, Telefonzelle, guten Tag. Ich finde immer so geil, wenn KI einen überholt, vor allem bei den schnelleren Rennen später, dass man sieht, dass die einfach eine ganz andere Fahrphysik haben als der Spieler. Weil ihr müsst mal gucken, wie die Kurven fahren. Das ist teilweise so wild abgehackt, was mit den Autos abgeht, weil die einfach so rübergezogen werden, Spuren, damit die halt irgendwie diesen Grip erhalten, den das Spiel gerade von dem Auto erwartet. Die fahren halt überhaupt nicht dieselbe Fahrphysik wie wir. Die ist deutlich mehr basic. Aber ich meine, wenn es funktioniert, ist ja scheißegal. Das sieht immer noch nicht so schlimm aus wie der LKW in der Need for Speed Payback-Verfolgungsjagd. Der hat eine wilde Fahrphysik. Und Beschleunigung wie ein fucking Dragster. Aber das ist auch anscheinend normal so in da, wo auch immer das Spiel spielt. In Las Vegas. Nevada, was auch immer. Ihr wisst. Scheiße. Boah, das wird mich jetzt Speed gekostet haben. Ah. Oh, ne. Vergiss es, ich führe. So deutlich, dass es mittlerweile schon wieder scheißegal ist. Ey, die Blitzerin habe ich mit dem Porsche so hart im Griff, das ist krass. Schönes Bild, schönes Bild, schön. Ich finde immer gut, wenn Mautstellen mit dem Bild drin sind. Ich dachte mir, was ist ein wichtiger Teil, die sollte ich mal inkludieren. Man sollte auch einfach mal Mautstellen mit ins Bild reinpacken. Einfach, wenn man schon ein Foto macht, soll es den Start richtig hart abwacken. Ist gerade sehr Porsche-lastig, ne? Ich habe jedes Rennen irgendeinen Porsche dabei. Ich meine, ich finde das sehr gut, dass das Spiel den Porsche so gut findet, aber ich wollte es nur erwähnt haben. Ne, zum Most Wanted 2005er Remake gab es noch nichts Neues. Und ich vermute, wie gesagt, dass da ja auch nichts dran ist, dass da auch überhaupt nichts Neues kommen wird. Ich halte es für sehr unwahrscheinlich immer noch. Und wenn es kommen würde, dann vermute ich nicht dieses Jahr. Also ich bin auch ganz sicher, dass wir keinen Need for Speed-Ableger dieses Jahr bekommen. Ich denke, der nächste kommt erst 25.
Ja, okay, die Kurve ist dann vielleicht doch ein bisschen eng für Vollgas. Unbound kam 22 raus, ja. Ja, es gibt ja momentan diesen RTR Remix, der von Need for Speed Underground 2 am Rumgeistern ist. Habt ihr vielleicht bei Black Panther Kuro oder so schon gesehen? Wollte ich mir auch mal anschauen. Ich krieg das performance-technisch bei mir aber einfach nicht auf die Kette, dass das vernünftig läuft. Ich habe so eine beschissene Framerate und so viel Nachladetexturen, das ist insane. Meine 4070 hat da wirklich Probleme mit. 4070, 3070, was habe ich nochmal drin? 3070, 40, ich weiß gar nicht, was ich drin habe. Die 3070 oder 4070 drin? Ich glaube, ich habe nee, hab 3070 drin. So. Und die ist da leider am Abrauchen. Also die läuft da in diesem ATR Remix da mit 100% Jalla. 3070, genau, danke. Und ja, also da, wie gesagt, du willst das ja auch, dass es in diesem ATR Remix geil aussieht, Underground 2, aber dann bin ich bei 100% GPU-Auslastung. Und ja, dann könnt ihr euch meine Framerate ja denken. Dementsprechend, ja, das wollte ich euch gerne zeigen. Wenn ihr euch das mal anschauen wollt, guckt das gerne mal bei Black Panther an. Ich muss fairerweise sagen, ist nice to have, aber ist jetzt eh nicht der krasse Sprung, weil da noch so viel im Hintergrund zu machen ist. Fahrzeuge haben noch keinen Glanz und so Kram. Und das sieht auch, also ich bin ehrlich, ich ziehe das Vanilla Underground dem ATR Remix deutlich vor. Ich bin gar kein Fan von dem Look. Das hier fällt mir nicht. Also das wäre so ein Remake, wie ich es mir nicht vorstellen würde. Aber ich habe trotzdem Respekt davor vor dieser Technik, die Nvidia da anbietet, dass man so alte Spiele eben mit Raytracing und so verfeinern kann. Haben sie ja mit Tomb Raider auch mal jetzt probiert, wo ja von 1 bis 3 jetzt ein Remaster rauskam, was ziemlich cool ist sogar. Ja, RTL Remix basiert, läuft halt im Hintergrund und rechnet das Spiel nochmal neu durch und das halt alles mit Raytracing und so. Und das halt auf Maximum Einstellungen, da brauchst du schon gut Grafikkartenpower. Aber ich vermute, Underground 2 wird jetzt bald auch hier nochmal als Display kommen. Ich weiß gar nicht, ob das vielleicht in der Most Wanted hier sogar angehen. Weil ich würde Underground 2 gerne mal mit dem, das hatte ich bei Kuro nämlich gesehen, den Teleport-Mod gucken. Underground 2 hat ja keine Schnellreise und zieht sich vor allem dadurch im Endgame insane, weil man übel lange Strecken über die Map fährt. Weil du hast ein Rennen oben in den Heights, dann hast du das nächste Rennen unten dann bei dem Bar im Industriegebiet. Und ihr wisst, bei Underground 2 fährt man am Ende, also im Endgame, du spielst eigentlich dreiviertel der Zeit 20 Jahre über die Strecke, um von A nach B zu kommen. Absolut nervig, muss man sagen, und sehr spielschreckend. Und ich muss sagen, mit einem Schnellreisefunktion ist das Spiel, glaube ich, viel geradliniger. Also man kommt sportlicher durch. Und ich würde das damit gerne einmal mal spielen. Und natürlich kann man, ja, aber es gehört dir dazu, durch Bayou rumzufahren und so Kram. Aber man muss auch sagen, wir haben es ja jetzt ein paar Mal gespielt. Ist auch okay, wenn man mal nicht durch Bayou die ganze Zeit rumeiert. Und das werden wir uns, denke ich mal, diesmal, wie gesagt, deswegen mal mit dem Schnellreisemod angucken. Weil das auf jeden Fall die Spielerfahrung ein bisschen mehr streamlined und ein bisschen moderner macht, meiner Meinung nach. Oh, Bruder, jetzt hau doch ab, ey. Ich habe keinen Bock auf Stufe 2 jetzt. Ich krieg den scheiß Stufe 1 Kopf hier nicht abgehängt. Ey, die wollen mich doch verarschen. Aber was mit den guten versteckten Rennen? Ja, gut. Ich weiß. Und theoretisch Free Room macht man ja immer noch, weil die Free Room Ways da mitzunehmen lohnt sich ja immer noch, weil man dadurch ja exklusive Teile bekommt. Also so ist ja nicht. Ich würde ja so eine Mischung machen, weil wie gesagt, für die exklusiven Teile würde ich die Free Room Ways da mitnehmen und Rest hat Teleport, weil wie gesagt. Das macht die Spielerfahrung ein bisschen flotter. Och, ey, die wollen mich doch jetzt gerade verarschen. Was sind die denn jetzt gerade so anhänglich? Das ist ja gerade wirklich nervig, ey. Also, es gibt immer so Phasen, wo du Stufe 1 und Stufe 2 kommst, plötzlich einfach die absoluten Berserker sind nicht mehr abhängbar. Lido ist er, die auch einen schönen guten Abend. Nee, Wreckfest ist halt die Entwicklung beendet. Ich vermute sehr stark, dass die Jungs und Mädels von Bugbear an einem neuen Teil arbeiten. Weil das letzte Update, kleinere Update, kam glaube ich Anfang letzten Jahres. Ich bin sehr klar, sehr der Meinung, dass, wie gesagt, Wreckfest 2 in Entwicklung ist. Und das war in irgendeinem Investor-Sheet von Xbox auch zu sehen. Da wurde Wreckfest 2 sogar geführt. Also, ich bin mal gespannt. Ich hoffe doch, dass wir dieses Jahr im Laufe des Jahres auf jeden Fall eine Ankündigung für Wreckfest 2 bekommen. Ich würde es riesig feiern. Ich hätte so Bock drauf. Das wäre richtig gut. Hab den ersten Teil sehr geliebt und ich würde mir den zweiten Teil sehr, sehr wünschen. Aber mit einem cooleren Karrieremodus. Ich fand den Karrieremodus leider ein bisschen sehr lame. Den habe ich ja nie groß durchgespielt,
weil ich den halt sehr trocken fand. Der war jetzt von Präsentation halt, meh. Der war halt sehr dröge, meiner Meinung nach, präsentiert. Das, meiner Meinung nach, hat eben Flareout damals besser hinbekommen. Aber mal abwarten. Ich bin sehr gespannt, welche Richtung vor allem das nächste Wreckfest gehen wird. Ob sie mehr weiter in diesem, ich sag mal, Simcade-Bereich agieren, wo sie jetzt aktuell sind. Wreckfest 1 ist ja relativ simulationslastig im Vergleich zu einem Flareout. Oder ob man wieder mehr drüber geht und mehr in die Flareout-Richtung schießt. Ich wäre ganz cool, wenn sie eigentlich in der Richtung bleiben, wo sie sind. Also wenn sie weiterhin bei dieser leichten Simcade-Richtung bleiben, also eben ein bisschen realistischere Schadensmodelle, realistische Fahrphysik und so. Ich bin da eigentlich ganz großer Fan von gewesen. Weil es hat auch trotzdem noch genug Spaß gemacht, war noch arcadisch genug im Hintergrund. Hat nur dadurch, finde ich, ein bisschen mehr Tiefgang. Und ich denke auch, dass, wo wir bei Tobias gerade meint, ich vermute auch, dass sie ein sehr starkes Augenmerk darauf haben werden, dass auch eine sehr, sehr gute modbare Basis ist. Und ich vermute, dass Bugbear darauf achten wird, dass sie auch den Steam Workshop direkt wieder von Start an implementieren können und dass die Entwicklung und die Implementierung von Mods recht simpel wird. Weil man muss sagen, das Spiel wurde am Ende sehr, sehr viel von Mods gecarried. Also die Community war wirklich sehr insane. Dadurch gibt es viele Modding-Server und so. Also mich würde sehr stark wundern, wenn Bugbear das Thema Mods nicht im zweiten Teil noch ein bisschen mehr Augenmerk drauf schenkt, dass die Entwicklung und Implementierung von Mods noch geiler ist. Würde ich mir zumindest sehr wünschen, weil wie gesagt, da kam halt so viel geiler Shit rum. Das war aber, wie gesagt, Wreckfest einfach ist ja auch schon ganz cool, aber wie gesagt, ich denke mal, wenn die Community dann noch ein bisschen leichtere Tools bekommen würde und so, da wäre schon ganz geile Sache, auch Streckeneditoren und so Kram, also da gäbe es so viele Möglichkeiten. Ich bin sehr gespannt, also ich vermute nicht, dass wir enttäuscht werden, wenn es in Entwicklung sein sollte, wären wir, glaube ich, nicht enttäuscht, weil alles, was Bugbear bisher angefasst hat, eigentlich immer Gold war. Also die Flareout-Teile, die Bugbear unter Bugbears Fähigkeiten entstanden sind, sind insane gut gewesen. Wreckfest 1 war insane gut, ich mache mir ja eigentlich gar keine Sorgen. Und ich vermute, dadurch, dass sie jetzt mit THQ Nordic einen recht großen Publisher haben, dass das Ding diesmal auch nicht wie der erste Teil im Early Access entsteht, sondern direkt als Titel rauskommt. Deswegen auch höchstwahrscheinlich diese, ich sag mal, längere Wartezeit jetzt gerade passiert. Weil bei Wreckfest 1 hieß es ja erst ein Next-Car-Game, was angekündigt worden war. Und ja, wie gesagt, na, wir hören mal ganz kurz zu. Listen up, Punk. You know who this is, so shut your mouth and open your ears. Now you're either helping the cops or someone you're hanging with is, and I don't care either way. But let's see how you like it when the tables are turned. Ah, fuck, hat er mir jetzt Stufe 5 gegeben? Ja, oder? Das ist das Stufe 5 Manöver, ne? Ah, jetzt habe ich Stufe 5 auf dem Porsche, das brauche ich jetzt überhaupt nicht, Mann. Ah, ist das jetzt kacke, Alter, da hab ich jetzt gar keinen Bock drauf. Ja, super. Ja, das war der Moment, wo wir ja Stufe 5 von Razer aufgedrückt kriegen. Ja, theoretisch müsste ich den Porsche jetzt mal kurz umlackieren, damit ich noch meine Ruhe habe, weil Stufe 5 jetzt in der Rennen. Ja, egal, wir lassen mal drauf ankommen. Nee, was soll ich sagen? Nee, Next Car Game, Wreckfest 1 hieß ja erst, Next Car Game wurde ja von der Community, sagen wir mal, gepusht. Die hatten das ja, es lief irgendwie damals wie Project Cars. Bugbear hat angekündigt, ey, wir entwickeln ein neues Spiel, wir brauchen aber Hilfe der Community, wir brauchen halt Monete, wir brauchen das Money. Und als das damals angekündigt worden war, also wirklich, die hatten nur angekündigt, wir machen ein neues Spiel. Und keiner wusste genau, was jetzt Sache ist. Die waren einfach, hey, wir machen ein neues Rennspiel. Und in dem Moment habe ich da, glaube ich, damals direkt 30 Euro reingebuttert. Ich habe direkt gesagt, hier sind 30 Euro. Und damit habe ich ja, ich habe Wreckers ja nie gekauft. Ich habe ja nur eine Car-Game gehabt und da hatte ich ja Wreckers bekommen am Ende. Und ihr habt da direkt 30 Euro reingebuttert. Ist mir scheißegal, was die machen, es wird gut. Tada, am Ende war es ja so. War auch eine sehr coole Entwicklungsphase, das Ganze. Und vor allem, Endresultat ist ja geil geworden. Ich vermute, dass Wreckfest 2 das eben nicht mehr über so eine Kickstarter-Kampagne läuft, sondern über THQ Nord im Hintergrund direkt komplett gefundet wird von den Publishern, weil es wird sich auf jeden Fall lohnen. Und ich vermute, dass es, genau, früher gab es ja nur diesen Next Car Game Playground, genau, dass das direkt dann in komplett rauskommt. Ich hoffe sehr stark, dass sogar nicht in Early Access kommt, sondern direkt in komplett. Aber ja, deswegen vermute ich auch, dass diese, ich sag mal, längere Wartezeit jetzt hier zwischen passiert. Weil ich sag mal so, Entwicklung vom Spiel, letzten Spiel, boah, ich glaube, die letzten Leute sind dann höchstwahrscheinlich von der Entwicklung zurückgetreten, Mitte 22 spätestens. Und ich vermute, dass wir Anfang 22 schon locker mit der Entwicklung von Wreckfest 2 angefangen haben. Also, wie gesagt, eine Ankündigung dieses Jahr halte ich für nicht sehr unwahrscheinlich. Ich halte es nicht sehr unwahrscheinlich, dass wir Wreckfest 2 dieses Jahr eine Ankündigung bekommen. Ich würde es mir sehr wünschen, wäre cool. Aber mal abwarten. Aber deswegen ist er so ruhig da, weil wie gesagt, die werden dann einen zweiten Teil entwickeln, da kann man eigentlich recht sicher sein. Würde mich stark wundern, wenn das nicht kommen würde.
Aber ich finde auch krass, wie ruhig es ist, ja. Also, aber man hat das bei Breakfast 1 direkt gemerkt. So, da haben sie direkt die online, diese Playlist und so, wo man Sachen freischalten kann, haben sie auf Singleplayer gemünzt und haben dann direkt alles freigegeben und so. Also man hat direkt gemerkt, die letzten Updates wurden so gestrukturiert, dass der Multiplayer kein essentieller Teil mehr ist. So, und dann das Spiel auch alleine läuft und man eben weitergehen kann zum nächsten Titel. Weil vorher musste man das Ganze ja servicen, musste immer wieder die Rewards in den Multiplayer reinpacken und das konnte man dadurch ja alles ausklinken. Und das war ganz klar, hat man direkt an dem Update gemerkt, okay, das war jetzt das letzte Update fürs Spiel. Die Jungs und Mädels sind jetzt weiter zum nächsten Titel. Deswegen wird da jetzt gerade ein bisschen das Tempo rausgenommen, was ja legitim ist. Zockst du eigentlich noch Forza Horizon 5? Aktiv nicht wirklich aktuell, ne. Ich werde mir jetzt mal reingehen, wenn der E30N reinkommt, dann wollte ich mal reinschauen. Aber ich bin jetzt nicht super aktiv drin, weil momentan mich da nichts mehr groß reißt. Ich habe die Kampagne durch und so Kram und ja. Ich habe zwar noch ein paar Storys offen, aber die fand ich ja, wie ich es euch ja mehrfach erzählt habe, ziemlich langweilig von der Präsentation. Deswegen geben die mir nichts. Ah, morgen kommt schon die 30. Stimmt, morgen ist ja schon Donnerstag, jo. Da muss ich gucken, ob das CDU-Video dann doch eher am Wochenende kommt, weil stimmt, da müssen wir die 30 noch vornehmen. Forza Horizon 1 und 2 haben wir vor einiger Zeit das gestreamt, also das dauert wieder ein bisschen, bis wir uns das wieder mal vornehmen. Das ist gar nicht mehr so lange her, glaube ich, wenn ich es im Kopf habe. Kuschelig. Ich liebe die Endgame-Autos, ne? Bei 300 Sachen kannst du Nitro zünden und du beschleunigst halt weiter. Ist nicht so wie bei den Anfangs-Autos, du zündest bei 250 Nitro und hängst an den Begrenzer, sondern hier geht auch noch was. Und spiel auch die Xbox 360-Version von Forza Horizon 2. Nein, vorher kratze ich mir die Augen aus, glaube ich. Den schon spiele ich nicht. Oder anders gesagt, den Schwind kaufe ich mir nicht. Aber das können wir noch emulieren, aber trotzdem nicht. Forza Horizon mit deutscher Map wäre super. Ja, geil, an jeder Ecke stillgelegt werden, Polizeikontrollen. Mann, das wäre ein richtig geiles Erlebnis, Mann. 5 Minuten im Spiel, kein Auto mehr, weil alles konfisziert worden ist. Mann, das wäre, glaube ich, geil. Ich glaube, den Vibe würde ich fühlen. Muss überlegen, das ist wie Forza Horizon 1. Du fährst mit dem Corrado zum Treffen hin, aber kurz vorm Treffen ist eine Großkontrolle und du kannst zu Fuß hinlaufen. Stimmt, und Stau noch vorm Treffen. Bis erstmal Ewigkeiten im Stau am Stehen. 1, 2, 3, 4, 5 haben wir jetzt schon mal. 3 Rennen brauchen wir noch. Shit, komme ich diesmal nicht um Rundkursrennen rum? Scheiße, ich komme diesmal nicht um Rundkursrennen rum. Ihr kleinen Assis, Alter. Ihr kleinen Assis. Ich komme diesmal nicht drum rum. Verdammt. Ah, diesmal muss ich's. So, jetzt geht's erstmal Mautschnellrennen mit Stufe 5. Das wird natürlich jetzt auch lustig. Aber das Coole ist, wir sammeln, wenn wir Pech haben, einfach im Nachhinein noch ein bisschen extra Kopfgeld. Ich meine, Rare Razor noch schneller abgehakt, wäre ja nicht verkehrt. Drück's mal so rum aus. Hier mit Bull kommen wir ja recht schnell durch sogar. Also ich muss jetzt noch 3 Rennen fahren und dann können wir gegen Bull schon antreten. Also Bull haben wir recht schnell heute abgehakt. Verfolgungsjagd ging halt super flott, weil ich ja meine, die Verfolgungsjagd bei ihm sind halt verhältnismäßig easy. Weil die Aufgaben halt nicht tricky sind. Oh. Ne, selbst wenn ich mal zuschicken würde, ich würde vor so einem 2,360 spielen. Nee, nee. Wie gesagt, Forza Horizon 2 360 gibt mir nichts. Ich habe so eine gute Erinnerung an Forza Horizon 2 als, oh scheiße, als einen meiner Lieblings Xbox 360 Titel, Xbox One Titel. Ich will mir das jetzt nicht kaputt machen. Oh Gott sei Dank waren wir doch recht schnell. Ich habe jetzt gedacht, der Unfall, ich war kurz davor schon zu restarten, weil ich mir fast egal war, dass der Unfall mir das Rennen jetzt gekostet hat, weil wir hier doch nicht so viel Zeit haben. Aber es geht anscheinend noch ganz gut aus. Also glaube ich. Ah, ist dieser komische Stadionabschnitt hier unten, ne?
gefesselt. Ein, zwei Mal vielleicht im Spiel. Boah, das war jetzt knapp, Alter. Meine Fresse. Das war auch kurz davor. Da ist es kracht. Scheiße. Hat gekracht. Ist egal. Mann, ey. Er fesselt super durch, selten durch dieses Stadion durch. Ja, das Fast and Furious DLC von Forza Horizon 2 habe ich so geliebt. Wo wir ja alle gehofft haben, dass der nächste Teil von oder irgendein Update von Forza Horizon Nitro enthalten wird. Tada! Nie wieder haben wir Nitro gesehen. Außer bei den Hot Wheels Expansions, aber das war's dann auch. Schade eigentlich, ne? Weil ich fand das Nitro bei Forza Horizon 2 in der Fast and Furious Expansion echt gut. So, here we go. Gucken, ob wir die hier nach gut abgehängt bekommen oder es jetzt unnötig Stress wird gleich. Das könnte nämlich richtig Zeit kosten gleich. Ich meine, wenn ich erwischt werden würde, wäre es mir scheißegal, bin ich ehrlich. Will ich Geld zahlen, dann haben wir ja auch die Fahndungsstufe wieder los. Deswegen wäre es nicht super schlimm. Ja, danke, Bruder. Junge, das Manöver war jetzt aber auch auf der maximal assigen Ebene. Wie gesagt, nach Most Wanted Underground 2 wäre so geplant. Ich guck mal, ich habe wieder ein paar Titel auf dem Schirm. Ich schaue mal, auf was ich am meisten Bock habe. Habe ich ja gesagt, wir versuchen contentmäßig, gehe ich immer so auf das, was ich jetzt gerade die meisten Motivation habe. Weil das am Ende auch für euch den meisten Spaß rausbringt. Da gehe ich mal ein bisschen durch, was ich noch so alles dieses Jahr auf der Liste habe. Ich habe mir eine kleine Liste habe ich mir gemacht, was ich dieses Jahr auch noch spielen will. Und hier in Streams will ich immer noch recht Need for Speed affin sein. Auf YouTube gibt es da momentan ja wenig Need for Speed Content. Weil ich da halt einfach Let's Plays jetzt nicht nochmal machen möchte, alle doppelt und dreifach. Das machen wir hier auf Twitch. und ich sonst zu anderen Spielen gerade nicht viel zu zeigen habe bei Need for Speed. Es ist wirklich, wenn ich auf meinen Kanal gucke und mir überlege, dass ich eigentlich mal aus dem Fokus Main Need for Speed komme und eigentlich mich da immer noch so zähle, ist es schon sehr traurig, wie wenig Need for Speed Content momentan auf diesem Channel erscheint. Holy fucking shit, ey. Das ist schon wirklich, das fühlt sich schon sehr sad an. Leider Gottes. Die sind in den Verfolgungsstopp reingefahren, geil. Boah, bitte rechne mir das als Kopfgeld an, dann träume ich mich von. Oh, Junge, Junge. 38 out here, dispatch. Our suspect is 1042 in the civic car. Ja, Youngbot, das ist halt mit JDM. Mit dem Spiel habe ich auch gesehen, dass man anscheinend das per Tastendruck alles aktivieren kann. Da wäre mein Tutorial-Hinweis so ganz praktisch gewesen. Also ich gucke ja nicht jedes Mal bei Spielen die Tastenkombination durch, ob ich das alles manuell machen kann. Normalerweise wahrscheinlich schon so gehst du ja einfach aus das Spiel, die automatisch macht. Ich meine, es ist cool, dass es eine manuelle Funktion ist, don't get me wrong. Aber wie gesagt, das rafft man ja einfach so aus dem Jups nicht. Oh ja, die werde ich hier nach dem Rennen noch richtig schön lange an der Backe haben. Schön, Payback müssen wir auch mal wieder machen. So, wie gesagt, ich mag Payback zwar nicht, aber es ist auch kein schlechtes Spiel. Es macht trotzdem Spaß. Es gibt nur viele Sachen, die mich sehr stören. Aber Payback ist, wie gesagt, im Laufe des Jahres werden wir so gut wie jedes Need for Speed einmal gespielt haben. Das könnt ihr euch schon mal sicher sein. Die Need for Speed, die wir jetzt Anfang des Jahres spielen, Most Wanted, das werden wir jetzt halt schon abhaken. Ich habe ja meine Liste mit allen Need for Speed-Teilen und das Most Wanted schon abgehakt. Das werden wir dann nur noch in gemoddeten Varianten zocken. Aber ja, wie gesagt, wir werden jedes große Need for Speed mal mitnehmen. Es kann sein, dass wir die ganz älteren Teile davor Underground nicht mitnehmen, weil die mich auch nicht so als Let's Play reizen. Aber ab Underground durchweg hoch werden wir alles einmal spielen. Mach ich da mal keine Sorgen. Ja, natürlich wird das Kopfgeld nicht gezählt. Ah, Mann. Egal, das Gute ist, ich kann die Jungs direkt zerstören. Es gibt jetzt einfach Bonus-Kopfgeld. Heißt, hiernach, wenn wir Glück haben, haben wir auf jeden Fall Razors Kopfgeld zusammen. Unfreiwillig, weil Razor mir jetzt Stufe 5 gegeben hat. Aber naja, der Mann möchte ja unbedingt so leicht erreichbar sein anscheinend. So. Haben wir hier alles zerlegen, was geht? War das hier nicht auch ein Verfolgungsstopper? Ne, war nicht, ne? War nicht. War nicht. Boah, Junge, die haben aber gerade Bock hier, ne? Ja, da brauche ich gar nicht reinfahren, die werden mich hier wieder sehen. Ist ja nicht komplett dämlich. Ich habe die mehr genossen als die von hier. Wie gesagt, das ist ja auch gut. Lisa ist ja schön. Payback hat ja auf jeden Fall seine Fans. Wie gesagt, meine Lieblingsstory von Need for Speed letztes Jahr war halt auf jeden Fall Heat und 2015er.
ich sag dir, viel von der Erzählweise und der Story fand ich halt super cool, weil es halt wieder so ein bisschen Most Wanted Vibes gegeben hat mit den korrupten Cops und so Kram. Aber ich hätte das gerne in der Präsentation halt eher... Aua. Ja, okay, hallo. Ja, und... Ah! Kurz mal Kopfstand. Na, und bei euch so? Das hab ich auch noch nicht hinbekommen, so vertikal zu stehen. Aber ich hätte natürlich die... Ich hätte gerne die Story wieder so erzählt, wie damals bei Most Wanted oder eben auch bei Defense 15 mit echten Schauspielern virtuell. Das würde ich mir so wünschen. Da hätte ich so Bock drauf. Scheiß Trinos, Alter. Boah, Gott sei Dank habe ich genug Leistung im Turbo. Komm jetzt, zieh... Kann ich durchfahren, ne? Ah, doch, die hat keine Hit, die hat eine Hitbox. Scheiße. Warum habe ich die Erinnerung gehabt, dass ich keine habe? Ah! Komm mal. Ey, hier gibt es eine Durchfahrt. Bin ich noch nie durchgefahren, erinnere mich gar nicht. Kopfgeld haben mich hier auch wieder wie bescheuert. Ah, mein Gott, was geht denn jetzt ab? Was macht mein Porsche denn plötzlich? Oh, ey, das, man muss ja betonen, ne? Wir sind hier gerade auf noch auf Backup am Warten, ne? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Oh, ist unten lang gefahren. Ja, komm. Wer sieht mich denn? Oh, da ist ja noch jemand. Wo kommst du denn jetzt her? Und Schuss. Fuck, wo war hier der Verfolgungsstopper? Der Fluchtpunkt hier vorne, ne? Ach, oh, geschafft. Nice. Ah, Fastback Curry, willkommen im 30. Monat. Hallöchen, schönen Wandel. Ich hoffe, es geht dir super, genauso wie dem Chat. By the way, immer gute Videos. Danke für den guten Abend. Dankeschön für deinen Resub. Und Lochus TV, willkommen bei Noobs. Danke für deinen Sub. Dankeschön. So, jetzt haben wir noch mehr Kopfgeld gemacht. Jetzt haben wir genug für Razer. Sogar mehr als genug. 10,4 Mille haben wir am Stissel. So, zwei Rennen brauchen wir noch. Gehen wir mal rein, die letzten beiden Rennen für Bull zu machen. Ich hab Bagger halt diesen ganzen Crews nach und nach besiegen muss bei Payback. Das war auch cool. Man muss aber sagen, von der Supernova, wie die Tante hieß, der Pagani Vera, ich glaube, wir sind uns alle eigentlich das schlimmste Bossfahrzeug, okay, neben dem Ford Raptor, den es auch noch im Payback gab, das schlimmste Bossfahrzeug, was jemals designt worden ist. Also wirklich, holy fucking shit, ist dieser Wagen nicht okay. Also da muss man wirklich sagen, ihr Bossfahrzeug der Pagani Vera ist so nicht okay. Einerseits von der Livery, weil das wirklich Kirmes aussieht. Und wenn man jetzt halt genau nimmt, die Sponsoren hier draußen. Guckt euch mal den Vera an und guckt, welche Sponsoren da drauf sind. Digga, das ist keine fucking JDM-Bude. Die passen halt überhaupt nicht. Also ihr müsst mal gucken, das ist überhaupt, die Sticker passen gar nicht zusammen. Ja, der Raptor war auch ganz schlimm. Und das ist grundsätzlich ab Payback so ein großes Problem gewesen, dass ja, bei den Designs der Liveries nicht unbedingt immer auf Richtigkeit geachtet worden ist. Weil, das ist ein ganz wichtiger Punkt, man merkt halt daran, dass sie die Sponsoren und Sticker meist nicht entweder zum Bodykit, zu den Felgen oder halt auch zum Fahrzeug passen, weil einfach manche Tuning-Firmen halt einfach mit einem Pagani nichts am Hut hätten zum Beispiel. Also... Ich fand die goldene G-Klasse nicht so toll. Das bescheuerte... Ne, die goldene G-Klasse, die haben wir, den goldenen Aventador haben wir geklaut, ne? Der Aventador war auch gold. Das ist das meistgeklickte Need for Speed Video auf meinem Channel. Ist das, wo wir diesen goldenen Aventador klauen im Payback. Das ist wirklich wild. Das ist das meistgeklickte Video. Da weiß ich auch direkt, was Sache ist. Stimmt, und er hat genau RTR-Felgen auf dem Pagani, Digga. Was ist denn los mit euch? Also wirklich, da hat jemand wirklich Freiflug bekommen. Der hätte keinen Freiflug bekommen dürfen in der Abteilung. Und da hast du bei 2015 halt noch gemerkt, dass man deutlich mehr ja, auf ja, den Vibe und den Stil der Tuning-Kultur versucht hat einzufangen. Das hat man bei Payback irgendwie abgelegt. Bei Heat ging es dann wieder halbwegs, aber Payback war ganz schlimm, was das angeht. Königseck, Goldener Aventador, ich weiß es gar nicht mehr. Ne, Goldener Aventador, doch. Ja, das McLaren-Video ist nicht fake. Die Klickzahlen sind halt ein bisschen gepusht, unnötig. Da habe ich nicht so viel Einfluss drauf gehabt. Drücken wir es noch rum aus. Oh,
vor kurzem einen kleinen Wheelie gezogen, auch nicht schlecht. Man muss sagen, Payback ist halt grafisch sehr, sehr schlecht gealtert. Ich habe es mir letztens nochmal angeguckt. So am Tag sieht das Spiel halt wirklich ganz, ganz schlimm aus. Also Payback ist optisch nicht gut gealtert. Und ja, man merkt auch, dass es technisch noch so ein paar Hürden hatte. Weil das hatten sie uns ja nachträglich erzählt, das habe ich ja schon mehrfach hier erwähnt. Ihr seht ja bei Payback auf der Map, dass da sehr, sehr viele Übergangsstraßen sind. Also diese langen Highways in der Wüste von einem Bereich zum nächsten. Und die wurden damals technisch genutzt, einfach um die Ladezeiten zu retuschieren. So wie andere Spieler halt Aufzüge und so damals hatten, hat Payback halt einfach lange Straßen durch Wüstenregionen, wo nicht viel reingeladen werden muss, dass man halt die nächsten Regionen reinladen kann. Da hat man da ein bisschen getrickst damals. Und das Schlimmste war sowieso auf der EA Play die Präsentation von Payback. Ich weiß nicht, welchen großen YouTuber sie damals nochmal eingeladen hatten, der das präsentieren durften. That's Payback and it's coming. Ja, alter Digga. Top. Ey, ich bin nervös vor vielen Menschen, aber ich hätte das jetzt besser runtergeraten. Ich hasse Präsentationen, ich sag euch, wie das ist. Selbst ich hätte das wirklich in einem fließenderen Englisch hingekracht. Junge, Junge, ich hoffe, der Mann hat kein Geld für die Scheiße bekommen, Alter. Bam, bam. So, ein Rennen haben wir noch. So, jetzt muss ich aber ein Rundkursrennen fahren, ne? Ich komme nicht drum rum, ne? Kleiner Penner, Alter. 13 Kilometer, 15, ne, 22, gut, das fahren wir nicht. Ach, das ist die Streckenlänge, ach so. Rundkurslänge ist, 22 ins pro Runde. Das ist wie viel pro Runde? 13, 44, ne, das ist immer noch weniger hier. Wie viel haben wir hier pro Runde? Na, fahren wir das hier gerade, komm. Also ich mit Payback halt sehr gefühlt, da waren die Cutscene, wo halt die eigenen Autos eingebaut waren. Das fand ich halt cool. Vor allem, wo die eine Cutscene, wo man halt drei seiner eigenen Fahrzeuge in dieser Cutscene hatte, wo man den Helikopter da aus dem Himmel geholt hat und so Kram. Das war schon ziemlich cool gemacht. Das sind so Momente, die ich mir auch deutlich mehr gewünscht hätte, wo halt... Das finde ich grundsätzlich in Spielen cool, wenn die eigenen Fahrzeuge, die eigenen Sachen, wo man Kreativität reingesteckt hat, schön mit in die Cutscenes mit eingebunden werden. Das fand ich bei Heat auch geil. Das hat am Bauen halt, finde ich, deutlich schlechter gelöst, meiner Meinung nach. Weil die man muss auch sagen, am Bauen war grundsätzlich von den Cutscenes halt an, ich sag mal, kreative Loslichkeit kaum zu unterbieten. Gab gefühlt zwei Locations, deine Werkstatt und diese eine scheiß Tiefgarage. Das war's. Und dein Auto stand irgendwo einzeln im Hintergrund geparkt. Ja, moin. Also, ja, das war irgendwie... Storytechnisch war am Bauen jetzt nicht unbedingt ein Highlight, muss man leider sagen. Da ist es, also über verdenktes Potenzial brauchen wir da gar nicht diskutieren. Und ja, das fand ich bei Heat halt cool. Und 2015 hat es halt auch cool gemacht. Nur 2015 hat er halt auch nur ein paar feste Locations und nur ein, zwei, wo das Auto überhaupt sichtbar war. Aber da ist natürlich noch eine Sache der Umsetzung, ne? Das ist einfach super aufwendig. Aber da muss ich Heat und Payback sehr positiv erwähnen, weil die eigenen Autos cool in die Cutscenes mit eingebunden haben. Ja, das Remaster von Tomb Raider sieht sehr cool aus. Bin auch überlegen, da mal reinzuzocken auf Dauer. Aber die habe ich damals auch gespielt. Auch wenn ich Schiss hatte als kleiner Junge, muss man fairerweise sagen. Da gab's, wie heißt hier? Mumien und so. Da habe ich richtig Angst vor gehabt. Ich kann an meinen Vater fragen. Ich bin weinend ins nächste Zimmer gerannt. Während meine Schwester lachend daneben saß und sich darüber erfreut hat. Also nicht, dass ich geheult habe, so sorry. Falsch ausgedrückt. Darüber erfreut hat über die Mumien. Die fand die lustig. So, ich fand die hatte Angst. Junge, für mich war das Todeshorror. Aber meine Schwester war da eh mal entspannter. Die hatte Horrorfilme geguckt und so Kram und älter. Also ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als einen Horrorfilm zu gucken. Ich weiß, dass ich zügig für die nächsten zwei Jahre am Ende wäre, so wie die KI auf Platz 3 und 4. Was ist mit Smith und Benny los? What the fuck? 5,7. Was machen die da hinten? Wir werden es gleich sehen. Wir werden aufholen.
Was für ein Spiel ist das? Tomb Raider 1, 2 oder 3? Ich weiß es nicht mehr, welcher von den drei Teilen. Die sind alle sehr ähnlich. Ich glaube, wir überrunden jetzt gleich Smith und Benny. Ach, die haben sich in der Tiefgarage festgefahren. Ja, die hängen da unten in der Tiefgarage fest. Schönen Tag, die Jungs, ne? Wir haben die gerade überrundet. Gucken, ob sie es jetzt schaffen, weiterzukommen. Ne, ich kann keine Horrorfilme gucken, kein bisschen. Ich kann auch Splatterfilme, ich kann auch irgendwie, also grundsätzlich, ich kann mein eigenes Blut nicht sehen. Es ist ganz schwierig, wenn mir irgendeine Spritze gegeben wird oder Infusion, ich muss mich hinlegen, ich bin sonst fertig mit der Welt. Ich kann Filme nicht gucken, wo Splatter, Blut, Körperteile, das ist, Alter, da bin ich voll raus, geht gar nicht. Also wirklich, da wird mir kotzübel. Wir hatten einmal bei uns im Religionsunterricht der Exorzismus, wie heißt das mit Jesus Christus, der Film da, wo der ans Kreuz gehämmert worden ist. Wie hieß der scheiß Film noch? Nicht Exorzismus, das ist auf gar keinen Fall. Scheiß, wie hieß denn der noch? Ja, der ist, da müsstest du leider gucken, ich kann dir dann leider nicht helfen. Also bei dem Spiel bin ich da leider raus. Wie hieß denn das Ding noch? Die Passion Christi, meine Fresse, Digga. Passion Christi ist der Film. So, der war's. Gleich einen Furz bekommen, meine Noobs. Dankeschön. Die Passion Christi haben wir geguckt und, Alter, ich bin verreckt. Ich hab wirklich mittendrin an die Lehrer gefragt, ob ich mal rausgehen kann. Ich bin kreideweiß geworden. Ey, es ging gar nicht. Ich war kurz vor Kotzen und allem ging gar nicht. Saw-Filme. Ich hab keinen dieser Ausschnitte jemals gesehen. Alleine, was da geschrieben wird, die Vorstellung, was da passieren würde bei Saw, lässt mich schon unwohl werden. Also da wird mir direkt unwohl, allein nur beim dran denken. Geht gar nicht für mich, da bin ich voll raus. Und deswegen, Filme geht nicht, kann ich gar nicht. Das Bescheuerte ist, bei Spielen ist es mir egal. Also wirklich, sobald es virtuell ist, habe ich keinen Stress damit. Dead Space, dann hau mir den Kopf doch ab. Klar, ich finde es immer nicht, nur nicht super geil anzugehen, ist mir aber scheißegal. Selbst die, ich sag mal, Fatalities von Mortal Kombat kann ich mir zum gewissen Maß angucken. Umso neuer das Spiel wird, umso schwieriger wird es, weil das mittlerweile relativ realitätsnah ist, aber... da habe ich alles keinen Stress mit. Da bin ich voll fein mit. Bei Spielen habe ich da gar keinen Stress mit. Ich kann ihn nicht spielen, weil ich trotzdem mich nicht gerne erschrecke. Ich bin totaler Schisser. Das ist ein Problem. Aber da habe ich kein Problem. Gar kein Problem irgendwie mit Blut und so. Aber nee. Also bei allen anderen bin ich voll raus. Und wie gesagt, ich kann mein eigenes nicht sehen. Also Horrorfilm ist das schlimmste Genre von Filmen, was ich gucken könnte. Ich gucke aber auch zum Beispiel kaum Dramas. Also ich gucke halt grobsichtig eigentlich nur Filme, die ich lustig finde. Ich gucke kein Comedy. Ich gucke gerne gut Unterhaltung. Ich gucke gerne Filme, wo ich lachen kann. Und Fast Furious. Aber da kann man auch lachen. Zwangsweise. Aber, nee, ich bin da gerne eher gut unterhalten. Genau, Dead Space habe ich schon mal gespielt gehabt auf dem Kanal. Ich glaube, der zweite Teil war es. Der zweite ist ja auch. Zweite und dritte sind nicht mehr so heftig wie der erste, muss man ganz klar sagen. Alright, this is it. Number 2 on the blacklist is up for grabs. Toru's waiting for your call. Chump's driving a McLaren. Need to say more? Smoke 'em out fast. Aber Horrorfilme, kein. Nee, ich mag mich nicht erschrecken. Deswegen sind Horrorfilme ohne Blut auch ein Thema. Stimmt, im B-Racing, findest du Deadpool? Es ist wild. Ich kann Deadpool 1 und 2 entspannt gucken. Ich kann dir nicht sagen, warum. Und die sind auch echt eigentlich schon nicht ohne. Ich kann Deadpool gucken. Stimmt, fällt mir gerade ein. Aber alles andere geht nicht. Ich weiß nicht warum. Aber Deadpool kann ich gucken. Er ist auch irgendwie wild. Ich verstehe jetzt gerade auch nicht, warum ich das verarbeiten kann, aber bei anderen Filmen Probleme habe. Das ist jetzt wirklich. Frag mal nicht, keine Ahnung. Es wird einen Grund haben. Kannst du dir nicht sagen. Der Pool gucke ich sehr gerne, ja. Ich freue mich auch sehr auf den dritten Teil. Bull hat schon ein episches Intro, muss man sagen. Ist zwar ziemlich kurz, aber er wirkt schon ziemlich badass damit. Genau, von Deadpool kommt dieses Jahr, mitten dieses Jahr kommt der dritte Teil. Deadpool und Wolverine heißt der Film. Hab ich richtig Bock drauf. Meistgeschauter Kino-Trailer innerhalb von 24 Stunden. Hat einen neuen Rekord aufgestellt, hat Spider-Man überholt. Also die haben, glaube ich, 376 Millionen Klicks innerhalb von 24 Stunden geschafft und den Trailer. Also insane. Damit einen neuen Weltrekord. Ja, Deadpool ist auch so viel Slapstick, dass man es eh nicht mitkriegt. Eben genau, also ich glaube, da ist auch der Punkt, dass es auch nur so kurzweilig ist. Klar wird da viel Blut und Körperteile und so, aber das ist so kurzweilig und so überzogen, dass man es irgendwie nicht mitbekommt. Ich bin da genug von allen anderen Sachen abgelenkt. Also ich bin auch bei Deadpool kein riesen Fan von, dass Körperteile rumfliegen, glaub's mir.
bei ersten oder zweiten Teil bei dieser Verfolgungsjagd-Szene auf der Autobahn, das war für mich auch schon ein hartes Limit. Also wirklich, da war ich auch schon teilweise. Ah, wir können jetzt auch gerne aufhören, Leute auseinanderzunehmen. Ist auch gut. Ich habe verstanden, dass man Körperteile auch von Menschen. Also das. Ja, ich weiß, dass man die lösen kann. Das muss. Ja, geht weiter. Schön. Ja, also ich sitze dann auch teilweise mir so, es reicht dann jetzt auch. Ist gut. Ich bin zufrieden mit dem, was ich gesehen habe. So können wir jetzt wieder lustig werden, bitte. Deadpool ist bei mir hart am Limit, muss man sagen. Die Serie, die ich aber auch geguckt habe, zum Teil war halt auch Walking Dead. Da komme ich damit auch klar. Weil es auch nicht zu übertrieben viel ist. Es ist noch in einem Rahmen eingesetzt, wo ich damit klarkomme. Also es muss so sein, dass ich mir die Schmerzen nicht vorstellen kann. Genau. Danke, Porsche. Faire Mitarbeit. Ich hatte auch, was hatten wir geguckt? Ich hatte The Boys geguckt, Serie auf Prime oder wo auch immer die läuft, hier mit den Anti-Superhelden. Also nicht so Anti-Superhelden, sondern wie Superhelden wären, wenn es halt Realität wäre. Und ich will den immer noch weiter gucken, weil mich die Story halt reizt, aber der ist schon. Der ist schon bei mir, das ist schon bei mir so die oberste Grenze. Da ist bei mir schon richtig. Heavy, das ist schon, also wie gesagt, ich mag die Serie sehr, ich mag den Stil sehr, ich finde die Idee cool, aber der ist vom Brutalitätsgrad ist die Serie schon an so einer schweren Grenze bei mir, wo ich dann eigentlich Bock habe, nächste Folge zu gucken, aber auch weiß, nächste Folge könnte mich auch einfach für eine Woche verstören. Aber wie gesagt, da mag ich halt den Inhalt, finde ich halt cool. Ich mag dieses, dass die Superhelden nicht alle nette Typen sind, sondern eigentlich alles Arschlöcher sind. Und da finde ich halt die Story so relevant, dass mich das halt weiter reinzieht. Aber das ist schon hart, ja. Ich muss auch sagen, dass ich finde, da kann mir ja jeder recht geben, The Boys hätte es auch locker geschafft, hätte es mit ein bisschen weniger übertreiben können. Oder bin ich da ehrlich? Also von mir aus hier und da Blut und ein bisschen Körperteile und bla, alles gut. I get it, weil sonst kommen die Charaktere nicht so assi rüber, wie sie sind. Aber man hätte das auch mit einem Mühe weniger schaffen können, oder? Also da bin ich doch nicht der Einzige, oder? Also das hätte man so eine Mühe runterdrehen können, wäre auch vollkommen fein gewesen. Ich glaube, da hat einfach nur der Regisseur richtig Bock gehabt. Also wirklich so, dass so... Heute mal so richtig drüber. Ich merke auch gerade, dass Bull wirklich so gar keine Herausforderung ist. Ich kann neben euch mit euch ganz normal quatschen, einen gefühlten Podcast aufnehmen und währenddessen Bull besiegen. Genau die richtige Menge Blut bei The Boys. Okay, gut. Aber ja, deswegen, ich bin da so ganz wild. Also dieser Horror brauche ich gar nicht. Ich mag mich nicht erschrecken. Ich habe einfach kein Interesse, mich zu erschrecken. Bin ich halt echt gar kein Fan von. Deswegen auch irgendwie so in Geisterbahnen und so Kram kriegt mich auch keine Sau der Welt rein. Ich sage euch das, wie es ist. Wenn Freizeitpark eine Geisterbahn hat, dann geh halt rein, aber nerv mich nicht. Ich gehe sowas nicht rein. Ich brauche kein Gruselkabinett, ich brauche keine Geisterbahn. Ich verstehe den Reiz nicht dran, sich erschrecken zu lassen. Ich verstehe nicht, was an der Emotion, erschrocken zu werden, geil ist. Ich will lachen, das finde ich cool. Ich finde mich amüsieren, lachen finde ich cool. Erschrecken finde ich grundsätzlich dumm. Also grundsätzlich meinen Puls unnötig in die Hose zu krachen, sehe ich irgendwie nicht bei mir nicht. Basti, willkommen in 2 Monaten für den Resub. Oh, scheiße, untersteuern. Na, warum untersteuert die Kiste denn so dermaßen jetzt gerade? Bull, hör auf mich rumzudrehen, ich warne dich. Nee, also grundsätzlich Grusel und schlechte so Anspannung. Nee, ist nicht meins. Wir hatten einen leichten Horrorfilm oder so einen Psycho-Thriller, also einen Psycho-Horror. Guck, die gehen ja noch. Psycho-Horror ist noch so eine Sache, wo ich noch irgendwie mit klarkomme. Weil du ja nicht erschreckt wirst, sondern einfach so. Ja, im Kopf. Alter, wenn der mich jetzt hier in der letzten Runde besiegt, wäre das so unverdient. Ach, fick die Henne. Ach, fick die Henne, ich kotze! Du dummer Pickup! Boah, ich hoffe, du rottest in der Hölle. Alter, sorry, kurz, ein bisschen persönlich. Dummer scheiß Drecksgegenverkehr, Alter. Oh, ey, das ist so unverdient. Wie kann dieser Mann dieses Rennen gewinnen? Das gibt's nicht. Alter, fuck you. Wirklich, dieser dumme Pickup. Ich den gleich nochmal finde. Ich hole den Fahrer persönlich aus seinem Auto und erzähle ihm meine Meinung dazu.
Mann! Oh. Tut mir, ey. Der war doch bezahlt mit Sicherheit. Scheiß korrupten Pickup-Fahrer hier in Rockport. Warte, Jurassic Park ist ein Horrorfilm? Nein. Ein Jurassic Park. Nein, Jurassic Park erschreckt sich doch kein Mensch, oder? Also jetzt mal legit. Kannst mir nicht sagen, dass sich jemand bei Jurassic Park wirklich erschreckt hat. Ich habe den als Kind lange Zeit nicht geguckt, weil ich ja auch wusste, dass der als Horrorfilm eingestuft ist. Aber habe den dann irgendwann mal als Kind gesehen, habe den dann plötzlich aber gut gefunden, weil es sind Dinos drin und ich liebe Dinos. Und bei Jurassic Park hat sich doch nie kein Mensch jemals erschreckt, oder? Man muss auch sagen, Jurassic Park 1 bis 3 sind auch noch sehr gute Filme. Ich mag auch die Jurassic World Filme. Das Ganze trifft mir komplett, aber ist egal. Ihr wollt, dass ich über Sachen rede? Here we go. Ich mag die Jurassic World Filme auch, aber sie sind deutlich schlechter als Jurassic Park. Um Längen sogar. Meiner Meinung nach. Ich finde sie gut, aber wie gesagt, Jurassic Park ist halt einfach um Längen besser. Die ganze Vibe, die ganze Atmosphäre ist halt auf einem ganz anderen Level. Ganz anderes Level. Und vor allem muss man sagen, der letzte Jurassic World Teil soll in der Hölle verrotten. Alter, ich bin großer Fan dieser Serie und ich verteidige sehr viel. Ich meine, ich verteidige Fast and Furious. Don't get me. Also, ihr wisst, wie ich meine. Aber der letzte Jurassic World Film, was zur heiligen Scheiße war das denn bitte? Also, wer auch immer den konzipiert hat, ich hoffe, du kriegst nie wieder einen Job in dieser Filmindustrie. What the fuck, Alter? Also wirklich, das ist so ein schlimmer Scheißfilm. Ja, Jurassic Park sieht halt immer noch besser aus, oder realistischer, weil sie halt einfach richtige, also ich wollte gerade sagen, richtige Dinos genommen haben. Ja, damals haben die noch richtige Tiere genommen, so nämlich. Jetzt so diese Fake-Dinos. Nichts darf man mehr. Weil die ja diese Roboter gebaut haben. Die sehen natürlich einfach realistisch aus. Und T-Rex ist natürlich einfach imposanter, wenn er halt realitätsnah aussieht. Okay, anders ausgedrückt. Wenn er echt aussieht, nicht realitätsnah. Jeder Archäologe würde, nicht Archäologe, doch Archäologe, was auch immer, die Dino-Forscher da, würde der mittlerweile was dazu sagen, wie Dinos aussehen, dass Jurassic Park ein leicht fremdes Bild hat, wie ein Dino auszusehen hat. Sie sehen auch natürlich, wie Velociraptor ist so groß wie ein Huhn groß gewachsen ist und nicht so groß wie die Viecher da in dem Film, aber lassen wir das jetzt mal. Der Jurassic World, der dritte Teil, war doch scheiße, Alter. Vor allem auch diese Prämisse. Die Dinos sind entkommen. Also die sind ja da nach dieser Auktion entkommen. Ich spoilere jetzt mal, ist mir jetzt scheißegal. Und dann so, und bevölkern jetzt die Erde. Ich so, Digga, das sind 60 Dinos. Wie schaffen 60 Dinos die ganze Erde zu bevölkern? Und keiner konnte die einfangen. Die sind dann einfach rumgelaufen, haben Leute getötet und so. 60 Dinos. Vorher auf der Insel war es kein Thema, die Dinger abzuballern wie bei einem guten Shooter. Aber plötzlich so 60 Dinos laufen weltweit rum. Keine Chance, wir wissen nicht, was wir machen sollen. Wir sind hemmungslos überfordert. So. Bruder, was? Das macht gar keinen Sinn. Es ist ja wirklich, dagegen ist Fast and Furious ja wirklich ein Leitbuch für realitätsnahe Storys, Mann. Also, what the fuck? Also, in dem Moment war ich schon so raus, als der Film anfängt. Sie bevölkern jetzt die Erde. Kai, wir können nichts dagegen tun. 60 Dinos, Leute. Also, jetzt ehrlich mal. Bombe drauf. Fertig. Also, wenn das ein Problem wäre, Bombe drauf. Also, komm schon. Also, nee, akzeptiere ich nicht. Bullshit. Naja, gut, so viel zu dem Thema, ne? Ich hab mal Horrorfilme nicht, Blut muss auch nicht sein, Splatter auch nicht. Und Jurassic Park ist besser als Jurassic World. Erstmal in Jurassic World Teil sind noch gut, der dritte kann in der Hölle schmoren. So, ich möchte ihn auch bitte nicht mehr, dass der Lore friendly ist. Der soll bitte aus der Lore rausgenommen werden. Ich will den nicht. Ja, also der letzte Jurassic World Film hat auch seine positiven Seiten. Der ist, da gebe ich dir ja recht, aber wie gesagt. Ich glaube, du gibst mir recht, dass da ein paar Logiklücken sind. Also, ja, die haben die Jurassic World Filme grundsätzlich gehabt, aber der dritte Teil schmeißt damit um sich, als wäre es Schweizer Käse. Die Indiana Jones Filme muss ich immer noch gucken. Das glaubt mir keiner. Ich habe Indiana Jones noch nie geguckt, aber ich bin auch kein großer Filmschauer. Ich habe Harry Potter letztes Jahr endlich mal nachgeholt, alle Teile. Bin ich sehr groß happy drüber gewesen. Ich bin jetzt sehr großer Harry Potter Fan. Finde ich ganz schön geil. Hätte ich mal früher anfangen sollen, die Scheiß.
Star Wars muss ich noch nachgucken. Herr der Ringe muss ich noch nachholen. Ich habe so viele Filmreihen, die ich noch nachholen muss. Und wenn die alle so gut sind wie Harry Potter, dann bin ich im siebten Himmel. Ja, Resident Evil-Filme, die lassen wir mal außen vor. Da gibt es sonst Probleme, glaube ich, zügig mit bei mir. Ja, Star Wars ist auch noch weit oben auf der Liste. Will ich dieses Jahr auch immer noch gucken. Wie gesagt, letztes Jahr haben wir Harry Potter nicht mal komplett durchgeschaut und ich bin ein sehr großer Fan geworden. Und hab mir bei den letzten Filmen gedacht, wie könnte das Kinderfilme sein? Oh, the fuck, Alter. Also muss ich sagen, letzte Harry Potter-Filme so einen 10-Jährigen vorsetzen, weiß ich nicht, Bruder. Also mittlerweile ist schon, die aktuellen 10-Jährigen sind natürlich viel abgehärtet, aber davon mal ab. Oh, Bull ist in. Ich hab den jetzt gerade gar nicht wahrgenommen. Aus den Kurven komme ich halt viel geiler raus als er, weil ich natürlich irgendwie ein Drizzle habe. Wieso kann man nicht mit dir diskutieren? Das muss man das bessere muss man ist bei Multiplayer. Weil Multiplayer für mich ein Bestandteil eines Spiels ist, aber die Kampagne und der Singleplayer auch noch ein wichtiger Bestandteil ist. Und der Singleplayer von Most Wanted 2012 größter Bullshit ist. Und der Multiplayer ist gut, habe ich ja nie gesagt. Ich habe nie gesagt, Most Wanted 2012 schlecht Multiplayer hat. Einen der besten, also unterhaltsamsten der Need for Speed-Geschichte. Macht halt Bock. Aber ist halt trotzdem kein gutes Need for Speed. Das ist für mich ein gutes Burnout mit lizenzierten Autos. Ich sehe immer noch, dass Most Wanted 2012 kein schlechtes Spiel ist. Es ist nur ein schlechtes Need for Speed. Das ist meiner Meinung nach. Und bei der Meinung bleibe ich auch weiterhin. Ich bin weiterhin der Meinung, Most Wanted 2012 ist ein schlechtes Need for Speed, aber ein gutes Rennspiel. So, that's it. Ich glaube, da liege ich auch nicht so falsch mit, weil es hat wenig mit Need for Speed zu tun. Ich vermute, da stimmen mir doch die meisten zu. Muss man das sagen, das ist eigentlich ein Burnout. Meine Meinung, ja, eben genau. Es ist ein Burnout mit lizenzierten Fahrzeugen. Wie gesagt, die Grundidee, die das Spiel hatte, wäre besser geworden. Ja, Criterion Games hatte viel mehr Form in dem Spiel, aber das finale Spiel ist einfach nur ein Burnout Reskin. Das ist alles. Mehr sehe ich da nicht. Ja, und die Cutscenes, ja gut, die Cutscenes sind ein absoluter Drogentrip. Ich habe keine Ahnung, wer die Cutscenes damit gestaltet. Also ich meine, künstlerisch haben die auf jeden Fall was. Ich will jetzt die Cutscenes von den Rennen nicht runterwerten. Die haben künstlerisch haben die ganz schön mehr wert, aber ich habe keine Ahnung, was die in dem Rennspiel verloren hatten. Außer LSD war damals umsonst in der Criterion Games Abteilung. Boah, heute, ey Jungs, heute geht das LSD mal aufs Haus. Gönnt euch mal eine Schippe und dann kam die Cutscenes da raus. Ja. Muss man mit 2012. Wirklich so passiert. Glaub mir. Dieser Bullen Beyblade ist auch ein geiler Name. Bullenblade Beyblade finde ich gut. Ich habe heute auch die. Warte mal, das muss ich nochmal kurz rausholen. Ich habe heute auch die beste Beleidigung für Trabis bekommen. Also ich habe ja. Ich habe ja, wie gesagt, heute in diesem Lada BeamNG-Video gesagt, erinnert mich an Trabi. Und da habe ich einen Kommentar bekommen, anscheinend gibt es eine ziemliche Lada-Community, die nicht cool findet, wenn man Ladas mit Trabis vergleicht. Da hat er mir geschrieben, gibt mir Trabi-Vibes, ja, aber der ist ja komplett aus Blech, nicht nur Gerippe mit Baumwollbeplankung. Ich finde Gerippe mit Baumwollbeplankung als Name für Trabi schon irgendwie ein bisschen cool, bin ich ehrlich. Das hat mich sehr abgeholt, das ist mein neues Lieblingswort. Gerippe mit Baumwollbeplankung. Das fand ich schon ziemlich gut, aber ich wusste nicht, dass es so Lada hier nicht Hooligans gibt, aber weißt du, wie ich meine, ne? So krasse Fans. Aber ich wusste nicht, dass es so Lada-Extrem-Fans gibt. Also ich meine, ist ja cool, schön und gut. Wie gesagt, ich würde mir jetzt nie einen Lada holen. Ich finde die Dinger ganz cool, aber da hört es halt auch auf. Aber ich wusste halt auch nicht, dass man Lada-Fans mit dem Wort Trabi angreifen kann. Also ist anscheinend ein Problem da. Cool, ich hatte das nur in unsere Autogruppe mit Kumpels so reingeschickt. Der Kumpel nur geschrieben gehabt, so, naja, der eine rostet halt ab Werk oberflächlich, der andere unter der Pappe. Das ist halt...
Es ist halt wirklich so, der Lada kommt schon rostend raus aus dem Werk, wenn dem Trabi das erst nach ein paar Jahren ansieht, wenn die Pappe runterfällt. Also selbst Schicksal haben sie auf Dauer beide. Nur in umgekehrter Reihenfolge. Muss man die Katzen jetzt bleiben, und zumindest einen im Kopf. Vor allem der Abenteuer Blacklist gegen einen Düsenchecker. Ja, man muss sagen, die Blacklist-Gegner-Intros waren bei Muss man 2012 geil gemacht. Die Autos haben sehr cool in Szene gesetzt. Das muss ich denen schon lassen. Das hat aber auch Rivals, finde ich, sehr gut hinbekommen. Rivals hatte auch so einen geilen Vibe, was die Cutscenes anging. Das muss man sagen, so vom Stil her war nicht schon cool gemacht. Die Regie sollte eigentlich schon, wenn die Sackgasse laden, nur ein billiger Fiat ist. Ich vermute, dass sie dir dann vor der Tür stehen und deine Familie ermorden. Ich würde es nicht drauf anlegen. Ich glaube, die sind da extrem, was das angeht. Und das ist natürlich alles Spaß gemeint, wenn die Lada-Fan sind. Der Lada-Fan ist ja cool. Lada Niva ist eine ziemlich coole Kiste. Kumpel von mir, der Vater hatte auch jetzt in der Werkstatt wieder ein Lada Niva stehen. Das ist schon ein geiles Auto, Alter. Und vor allem, weil das Ding eine scheiß Kleinserie ist, hast du keine Fahrhilfe, kein Airbag, nix. Gibt's für alles keine Pflichten, weil es in Kleinserie produziert worden ist. Und dadurch bist du diesen komplett von diesen Pflichten, musst du die nicht machen. Das ist schon ziemlich cool. Ja, ich hätte immer noch gerne von einem der Criterion-Mitarbeiter von damals, die Muss man 2012 gemacht haben, einfach gerne mal deren originale Vision gehört. Weil es gab ja diese Beta-Builds, die da rausgekommen sind, wo man einen BMW M3 fährt, wo das mit Cops viel anders war, wo halt wirklich ja, eine Story-Kampagne geplant hat. Ich würde so gern mal von einem, von mir aus auch ehemaligen Criterion-Games-Mitarbeiter hören, was da damals geplant war, was die Vision war, was man wirklich damals eigentlich machen wollte. Weil das würde ich so gerne mal hören, weil da war, glaube ich, viel mehr Ambition hinter und ich vermute einfach, dass man sich halt selbst komplett übernommen hat. Und natürlich auch dieser, war es damals jährlicher Rhythmus? Doch, damals gab es schon jährlichen Rhythmus, ja. Noch immer noch. Danach gab es noch Rivals und dann hörte der jährliche Rhythmus auf. Der jährliche Rhythmus hat natürlich überhaupt nicht geholfen, muss man fairerweise sagen, natürlich ganz klar. Aber ich würde trotzdem interessieren, was damals eigentlich offiziell geplant war. Wie gesagt, das war natürlich zeitlich, hat man sich da komplett übernommen am Ende. So, Bull damit abgehakt. Damit haben wir noch einen Blacklist-Gegner. Razor steht nämlich auch, meine lieben Damen und Herren. So, gucken wir, ob wir seinen SLR vielleicht noch bekommen. Einfach für ein bisschen extra Kohle, die wir zwar nicht brauchen, aber nice to have, also trotzdem. Ne, okay, dann nicht. Schade. So, next Rival, Blacklist Nummer 1. Unser bester Buddy Razor, Clarence Callahan. Here we go. Finale. Ja, Bull war sehr nebenbei. Ich wollte gerade sagen, den habe ich jetzt gerade irgendwie so ein bisschen sehr beiläufig fertig gemacht. Doch, ja, Bull. Wie geht's euch so? Ach, Jurassic World, ja, ja. Dinge gibt's. How does it feel? It's been a long time coming. I've said everything that needs saying. You know what you gotta do. You've come too far to let this slip away. Gut, wir haben den letzten Blacklist-Gegner vor uns und seine Aufgaben, aber bevor wir jetzt damit loslegen, werde ich mal ganz kurz hier nochmal mir schnell ein neues Holy ermischen und wir sind dann jetzt gleich sofort wieder und kümmern uns dann um unseren netten Buddy Clarence, ne, wisst ihr Bescheid.